Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, lieber Herr Kaplan, lieber Herr Nasri, mir ist eine besondere Ehre, Sie heute Abend willkommen zu heißen. Mein Name ist Walid Abdeljawad. Ich bin Fellow bei den Akademieprogrammen des Jüdischen Museums Berlin. Ich freue mich sehr, am heutigen Abend die zweite Staffel unserer zweiten Ringvorlesung moderieren zu dürfen. Diese Ringvorlesung trägt den Titel Ethische Fragen im Judentum und Islam. Sie wird vom Jüdisch-Islamischen Forum organisiert, das zusammen mit dem Bereich Migration und Diversität die Schwerpunkte der Programme der Michael Blumenthal Akademie bildet. Die Michael Blumenthal Akademie wurde 2012 eröffnet und stellt mit ihren sogenannten Akademieprogrammen eine Erweiterung der Themenfelder des Jüdischen Museums Berlin dar, während der Bereich Migration und Diversität die Beziehungen zwischen diversen, zum Teil mehr, zum Teil weniger wahrgenommenen religiösen und ethnischen Minderheiten untereinander sowie ihr Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft in den Fokus nimmt, richtet das Jüdisch-Islamische Forum einen dezidierten Blick auf Juden und Muslime als zwei in Deutschland lebende Minderheiten und versucht aus vergleichender Perspektive verschiedene Aspekte ihrer facettenreichen Beziehung in der Geschichte und Gegenwart zu beleuchten. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, meine Einleitung zum heutigen Abend mit einigen Worten aus dieser reichen und gleichsam für heutige Diskussionen bereichernden Beziehungsgeschichte von Juden und Muslimen zu beginnen. In seiner historisch-kritischen Einleitung zum Koran sprach der jüdische Orientalist des 19. Jahrhunderts, Gustav Weil, unter anderem über die Zukunft des Islam und nahm dabei die für jüdische Orientalisten seiner Zeit kaum fremde Position eines Vermittlers, nicht nur zwischen Judentum und Islam, sondern auch zwischen den beiden Traditionen und ihrem christlich geprägten europäischen Umfeld ein. In diesem Zusammenhang machte Gustav Weil auf den bedeutenden Aspekt der Ethik in der islamischen Tradition aufmerksam, der damals wie heute im Vergleich zu anderen Aspekten kaum die ihm gebührende Beachtung fand. Als jüdischer Gelehrter sah Gustav Weil in der Ethik des Koran, ich zitiere, das vollkommenste Teil dieses merkwürdigen Buches. Zitat Ende. Im Koran fand Weil, ich zitiere wieder, die schönsten moralischen Prinzipien, die er wortwörtlich mit Goldfäden vergleicht. Diese ethischen Prinzipien weisen beachtliche Schnittmenge mit ihrem jüdischen Pendant und können zudem als Basis für einen fruchtbaren Austausch mit dem christlich geprägten europäischen Umfeld dienen. So Weil. Im Rahmen der zweiten Ringvorlesung werden verschiedene Fragen der Ethik im Judentum und Islam aus unterschiedlichen Lebensbereichen wie Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft mit einem vergleichenden Ansatz behandelt. Zu jeder Thematik werden zwei Referenten oder Referentinnen eingeladen, die den jeweiligen jüdischen oder islamischen Standpunkt hinsichtlich der zu diskutierenden Frage vertreten. In der letzten Runde der Ringvorlesung wurde im Zusammenhang der Sozialethik die Frage nach den jüdischen bzw. islamischen Vorstellungen hinsichtlich einer gerechten Gesellschaftsordnung behandelt. Heute Abend widmen wir uns dem Bereich der Wirtschaftsethik. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei meinen Kollegen und Kolleginnen bedanken, Rosa Fava, Sofia Novak und Oliver Glatz, die die gesamte Ringvorlesung einschließlich der heutigen Veranstaltung kuratiert haben. Nicht zuletzt möchte ich einen besonderen Dank an die Allianz Kulturstiftung für die Förderung der Reihe aussprechen. Der Titel unserer heutigen Veranstaltung lautet Wirtschaftsethik, ist Kapitalismus koscher
oder Halal. Unter diesem Titel werden wir aus jüdischer und islamischer Perspektive nach der Bedeutung von materiellem Reichtum, Profitstreben, Gewinn und Geld fragen und über den vermeintlichen Gegensatz zwischen diesen Inhalten und einem spirituellen und religiösen Leben diskutieren. Außerdem werden wir uns der Frage stellen, ob und wie religiös begründete Normen aus den jeweiligen Traditionen konkrete Impulse zu einer ethisch gedachten Wirtschaft liefern und in einer modernen Marktwirtschaft umgesetzt werden können. Für diese Diskussion konnten wir glücklicherweise zwei hochqualifizierte Referenten gewinnen, von denen jeder anhand seiner fundierten Expertise in einem ungefähr 30-minütigen Beitrag die jüdische oder die islamische Haltung hinsichtlich dieser Frage beleuchten wird. Vor jedem Beitrag werde ich den jeweiligen Referenten kurz vorstellen. Anschließend an jedem Beitrag können Sie bitte kurze Verständnisfragen stellen. Nachdem wir beide Beiträge gehört haben, bekommen erstmal die Referenten die Gelegenheit, aufeinander zu reagieren, ihre Beiträge gegenseitig zu kommentieren, ihre Goldfäden miteinander zu vergleichen oder auseinanderzuhalten, je nachdem. Also, ich freue mich heute Abend, Ihnen unseren ersten Referenten vorstellen zu dürfen, Nathan Kaplan. Also, Nathan Kaplan studierte an der London School of Economics und in Heidelberg, lernte in Anishinaabeg, in New York City und in Jerusalem, war Stipendiat des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks und promovierte über talmudische Wirtschaftsethik. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von FITTI, ein europäisches Start-up für gesundheitsbewusste Teemischung. Bis 2015 war er als Unternehmensberater bei McKinsey & Co. aktiv und zuletzt als Projektleiter. In seinem Profil vereint Nathan Kaplan in einzigartiger Weise betriebswirtschaftliche Expertise mit fundierter talmudischer Gelehrsamkeit. Von seinen zahlreichen Publikationen seien hier aus Zeitgründen nur folgende erwähnt: Management, Ethics and Talmudic Dialectics, Navigating Corporate Dilemmas with the Indivisible Hand, erschien 2014, ein Beitrag zur Wirtschaftsethik in Lehre mich ewiger deinen Weg, Ethik im Judentum, erschien 2015, sowie der dieses Jahr in der jüdischen Allgemeinen Zeitung erschienene Artikel, Die richtige Balance, wie Manager von jüdischer Familienethik profitieren können. Nathan Kaplan wird sich heute der Frage stellen, ist Kapitalismus koscher? Also ich bitte Herr Kaplan an die Bühne. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, Herr Abdelgabbard, für die schöne Vorstellung und Einführung auch an Frau Nowak für die hervorragende Organisation und an das Jüdische Museum Berlin und das Jüdisch-Islamische Forum für die freundliche Einladung. Ist Kapitalismus koscher? Also ich kann Sie gleich zur Einführung etwas beruhigen vielleicht. Der Kapitalismus ist eher wie eine Kuh als wie ein Schwein. Es geht weniger darum, ob er koscher ist, sondern unter welchen Bedingungen. Fragen wir uns erstmal, was ist der Kapitalismus? Also wenn wir uns die Etymologie von Kapital ansehen, kaputt, Latein, also Kopf, stammt es von den Herden, also Kapital war ursprünglich, also wie viele Köpfe einer Herde hat man und wie eine Herde vermehrt sich auf natürliche Art und Weise. So ist der Kapitalismus davon geprägt, dass wir Kapital unternehmerisch vermehren,
Werner Sombart folgend in seiner Kapitalismusdefinition sehen wir drei zentrale Elemente des Kapitalismus: Unternehmertum, Profit und Eigentum. Also so wie die Herde sich vermehrt auf natürliche Art und Weise im Besitz, im Kapitalismus vermehrt sich so auf unternehmerische Art und Weise Eigentum. Genau. Schauen wir uns diese drei Elemente mal aus jüdischer Perspektive an. Fangen wir an mit Unternehmertum. Wie sieht eine koschere Unternehmung aus? Nehmen wir an, Sie haben 1.000 Euro, die Sie investieren möchten, zum Beispiel für Ihre Altersvorsorge. Jetzt haben Sie aus biblischer Sicht ein Dilemma aufgrund des Zinsverbots. Also der einfachste Weg für Sie wäre natürlich, Sie finden jemanden, der Ihnen diese 1.000 Euro abnimmt, wo Sie es anlegen können, das Geld, und dann wissen, nach einem Jahr bekommen Sie x Prozent zurück als Rendite. Das wäre eigentlich das sicherste und der bequemste Weg, was auch der Grund ist, warum das viele heutzutage auch so machen. Allerdings sehen wir in der Bibel natürlich das Zinsverbot, was genau diese Transaktionen verbietet. Und somit entsteht natürlich ein Dilemma, weil einerseits wollen Sie Ihr Kapital fruchtbar machen und ertragreich einsetzen, aber gleichzeitig wird Ihnen genau das verboten. Und aus diesem Grunde hat der Talmud das Konzept der Iska entwickelt. Es ist etwas kompliziert, ich versuche es mal so ganz einfach darzustellen. Also nehmen wir an, Sie haben diese 1.000 Euro, die wollen Sie jetzt investieren als Investor. Ich bin ein Manager und schlage Ihnen vor, hören Sie zu, lassen Sie uns 1.000 dieser Karaffen kaufen, die kosten vielleicht 50 Cent das Stück und wir verkaufen sie danke. Ich habe schon viel, danke, aber ich kann vielleicht noch ein zweites gebrauchen. Ne? Wir kaufen sie für, sagen wir, 60 Cent, also wie viel genau zulässig ist, sehen wir dann gleich auf der nächsten Seite. Genau. So, und das machen wir jetzt, dann nehmen wir uns jetzt vor, 1.000 dieser Karaffen Gewinn bringt zu verkaufen. So, jetzt funktioniert die Iska wie folgt. Sie nehmen Ihre 1.000 Euro und die teilen wir jetzt durch zwei. Die erste Hälfte, also 500 Euro, werden klassifiziert als ein zinsfreies Darlehen, was Sie mir als Ihren Manager geben. Und die zweite Hälfte, also die zweiten 500, sind eine Aktienanlage in unsere gemeinsame Unternehmung. So, sagen wir sind sehr erfolgreich und haben es geschafft, innerhalb von einem Monat diese Karaffen zu verkaufen und sehen, wir haben aus den 1.000 Euro haben wir so 1.100 gemacht, also 10% Gewinn. So, und jetzt diese erste Hälfte des zinsfreien Darlehens bekommen Sie jetzt einfach zurück. Es war ja zinsfrei, also Sie haben Ihre 500 Euro wieder. Und die zweite Hälfte, das war ja eine Aktienanlage in unsere gemeinsame Unternehmung. Und da bekommen Sie dann die 10% Rendite drauf zurückbezahlt. Also aus den 500 wurden 550 und somit haben Sie 1.050 Euro zurückbekommen, also 5% Gewinn gemacht. Für einen Monat gar nicht so schlecht, gerade in diesen Zeiten. Und dieses Konstrukt hat für beide Parteien grundlegende Vorteile, wenn Ihr Investment 100% als zinsfreies Darlehen gelten würde, dann, wenn ich dann als Manager dieses Darlehen erhalte, hafte ich 100% bei einem Ausfall, irgendwie die Karaffen kommen nicht an oder gehen kaputt, werden gestohlen etc. Es liegt komplett das Risiko bei mir. Und gleichzeitig wird Ihnen natürlich aufgrund des Zinsverbots verboten, da mit diesem zinsfreien Darlehen auch einen Cent zu verdienen. Wenn andersrum das Darlehen 100% nur eine Aktienanlage wäre, dann würde ein Depot bei Ihr Manager, dann würden Sie 100% haften bei allem Ausfallrisiko und gleichzeitig wäre es mir verboten als Manager, einen Ertrag mit Ihrem Depot zu erwirtschaften, weil es ist ja Ihr Depot und gehört in keinster Weise mir das Geld. So, und durch diese Zweiteilung in Form der Iska entsteht eine klassische Win-Win-Situation.
die Interessen beider Parteien auszugleichen versucht. Zusätzlich betont der Talmud, es ist wichtig, dass meine Arbeitsleistung, jetzt die Arbeitsleistung des Managers in dieser Unternehmung separat entlohnt wird, damit es nicht nur ein Versuch ist, das Zinsverbot zu umgehen und das Kapital die Arbeit ausbeutet, muss eine separate Entlohnung stattfinden. Das kann ein bestimmter Betrag sein, zusätzlich für meine Arbeit, oder wir teilen das Gewinnverlustrisiko etwas anders auf. Genau, so sieht also koscheres Unternehmertum aus in Form der ISCA. Jetzt kommen wir zum zweiten zentralen Konzept des Kapitalismus, den Profit. Also wie viel Profit ist zulässig? Der Talmud in der Mishnah schon institutionalisiert das Konzept von Onaa. Das bedeutet übersetzt wörtlich Übervorteilung und klassifiziert so sehr, sehr genau, welcher Betrag zulässig ist, wenn ein Gegenstand zum Beispiel 100 Euro wert ist. Wie viel darf dann maximal der Verkäufer dafür verlangen, aber gleichzeitig auch, wie viel muss der Käufer mindestens dafür bezahlen? Also gilt für beide Seiten, also wie viel Rabatt ist zulässig und wie viel Profit ist zulässig. Nehmen wir diesen Gegenstand von 100 Euro. In der Mishnah wird die Grenze, die zulässige Grenze, als ein Sechstel definiert. Es ist natürlich ein Machlok, eine Auseinandersetzung, ob es ein Sechstel ist vom Wert des Gegenstands oder vom Transaktionspreis. Aber ein Sechstel kann man sich so als Grundregel merken. Das sind also so ungefähr 18%. Und alles, was darunter stattfindet, ist komplett zulässig, und ab 18% inklusive wird es dann kritisch betrachtet. Also wir sehen eine klare Legitimation für Profit. Hier zum Beispiel eine Tradition aus dem Traktat Menachot. Muss der Händler keinen Profit verdienen? Nennt man denn jemanden, der zum gleichen Preis kauft und verkauft, einen Händler? Also eine klare Legitimation, unternehmerisch auch einen Profit zu erzielen, und gleichzeitig aber auch die Institutionalisierung von klarem Verbraucherschutz, da nicht übervorteilt zu werden, und zusätzlich auch ein Rückgaberecht, wird auch genau definiert, für wie lange das gilt, um dann im Falle einer Übervorteilung den Gegenstand und die Transaktionen wieder rückgängig, also den Gegenstand zurückzugeben und die Transaktionen rückgängig machen zu können. So, das zum Profit. Dann das dritte Element, Eigentum. Dritte Element des Kapitalismus. Also wir sehen im Judentum, es gibt kein Recht auf Eigentum. Es gibt ausschließlich die Pflicht, das Eigentum anderer zu respektieren. Also es gibt zum Beispiel das Diebstahlverbot, was mir natürlich untersagt, ihr Eigentum zu beeinträchtigen oder es sogar zu stehlen. Aber sie finden nirgendwo, weder in der Bibel noch in den rabbinischen Schriften, im Talmud, ein ganz spezifisches Recht auf Privateigentum. Immer ist Eigentum basierend auf entsprechende Pflicht, das andere nicht zu beeinträchtigen. Ich möchte dazu eine kleine talmudische Parabel erzählen. Er war ein Landbesitzer und wurde von einem frommen Passanten dabei beobachtet, wie er Steine aus von seinem Grundstück auf den öffentlichen Weg, was angrenzend lag, geworfen hat. Und der Fromme sagte: Ach, was für ein Narr, er wirft Steine von dem Bereich, der ihm nicht gehört, in den Bereich, der ihm ja gehört. Und der Grundbesitzer hat nur den Kopf geschüttelt, was für ein Quatsch. Aber ein paar Tage später musste er sein Grundstück verkaufen aufgrund einer Notsituation und lief dann danach über diesen Weg und stolperte über diese Steine und sagte dann, wie weise dieser Fromme sprach, dass ich etwas von dem, was mir nicht gehört, in dem, was mir ja gehört, geworfen habe. Und wir sehen also schon eine klare Abgrenzung im Eigentum, aber wo die Grenze zu ziehen ist, was ist mir und was ist dir, ist etwas fluide. Das sehen wir auch reflektiert hier in dieser
bekannten Mishnah aus Pirkei Avot, wo vier Charaktereigenschaften in Bezug auf Eigentum postuliert werden. Die erste, wir können es gemeinsam lesen, ist da unten. Mein ist dein und dein ist mein. So spricht der Pöbel, sagen die Rabbinen in Pirkei Avot in der Mishnah. Mein ist mein und dein ist dein. Das ist die Gesinnungsart der gewöhnlichen Menschen oder gar der Sodomiter. Mein ist dein und dein ist dein. Das ist die Gesinnung der Frommen. Mein ist mein und dein ist mein. Das ist die Gesinnungsart des Bösewichtes. Also wir sehen, einmal wird schon klar gemacht, jemand, der sagt, okay, alles hier gehört mir, das sollte auf jeden Fall kritisiert werden, das ist ein Bösewicht. Ja? Also der nicht respektiert, dass andere, dass anderen auch etwas gehören kann, neben nur ihm selbst. Gleichzeitig wird aber gesagt, dass es eine etwas einfache Einstellung ist, zu sagen, das, was mir gehört, gehört dir und das, was dir gehört, gehört mir. Also niemandem gehört irgendwas, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern allen gehört alles. Das ist eine etwas, also Pöbel ist jetzt hier eine deutsche Übersetzung, also Amma Aretz ist wortwörtlich so eine etwas so einfache Menschen einer etwas einfacheren Gesinnung. Und dann mein ist mein und dein ist dein, also diese klare Abgrenzung. Ich denke, das ist so wahrscheinlich der mehrheitliche Bezug zu Eigentum in unserer Gesellschaft, also was mir gehört, gehört mir, was Ihnen gehört, gehört Ihnen. Das ist die, entsprechend lernen auch die Rabbinen, das ist die Gesinnungsart der gewöhnlichen Menschen. Gewöhnliche Menschen heißt es einfach die durchschnittliche Art, zu dem Thema zu stehen. Aber wir sehen dann auch eine anschließende Kritik dieser gewöhnlichen Einstellung, denn eine Gesinnungsart der Sodomiter, das ist für die Rabbinen kein Kompliment. Also wird kleinlich. Ja, also es ist normal, aber es ist jetzt nicht besonders lobenswert, so eine Einstellung zu haben. Genau, also wir sehen, dass wir haben einen ausgelassen. Mein ist dein und dein ist dein, also komplett selbst aufopfernd. Das ist die Gesinnungsart der Frommen. Und wenn die Rabbinen sagen der Frommen, dann bedeutet das einerseits zwar ein Lob, aber gleichzeitig auch das Wissen, dass nur wirklich die sehr Frommen und nicht jeder kann oder soll oder will fromm sein, so durchs Leben laufen können oder möchten. Und ich denke, durch diese vier Charaktereigenschaften in der Dialektik zwischen ihnen findet man dann wahrscheinlich die richtige so Balance zwischen den diversen Extremen. So, kommen wir vom dritten Element des Kapitalismus zu einem der großen Resultate des Kapitalismus, und zwar materieller Besitz und Reichtum. Also hier sehen wir zum Beispiel Mark Zuckerberg, der Gründer und Geschäftsführer, also der Jesse Eisenberg, der Mark Zuckerberg darstellt in dem Film zur Entstehungsgeschichte von Facebook, dem sozialen Netzwerk. Mark Zuckerberg im wahren Leben Gründer und Geschäftsführer von Facebook, aktuell mit aktuellem Vermögen von knapp 50 Milliarden Dollar. Also wie lehrt die jüdische Tradition über solche Vermögen? Was ist die Einstellung des Judentums angesichts dieses großen Wohlstands, den der Kapitalismus produziert? Um das zu betrachten, habe ich in meiner Dissertation folgendes Framework entwickelt, welches einmal akkumulierende Tendenzen im Judentum darstellt und gleichzeitig mäßigende. Die akkumulierenden sehen Sie unten, also es gibt eine klare Ermutigung dazu, Wohlstand zu schaffen und Armut zu verhindern.
Und gleichzeitig werden aber die Risiken aus dieser kumulierenden Tendenz betont und vor ihnen gewarnt und mäßigende entsprechend so counterbalancing Traditionen institutionalisiert. Die vier Elemente sind einmal die Gefahr angesichts großen privaten Reichtums, Gott zu vernachlässigen, die Beziehung zu Gott zu vergessen. Zweitens Arroganz zu entwickeln. Drittens Scham bei anderen auszulösen, die weniger haben. Und entsprechend auch viertens den Neid in anderen vorzubeugen, der entsprechend entstehen kann. Schauen wir uns mal einige Traditionen an, jeweils zu diesen Bereichen. Erstmal Wohlstand schaffen. Also wir sehen schon in der Bibel die Patriarchen, Abraham, Yitzhak und Jakob, alle sehr wohlhabend und eine klare Tradition, dass Wohlstand ein Ausdruck auch von Segen ist. Hier sehen wir in den Sprüchen der Lohn der Demut, Gottes Ehrfurcht, Reichtum, Ehre und Leben. Also Reichtum als Lohn für eine zu ermutigende Charaktereigenschaft. Dann die Verhinderung von Armut. Also Armut wird im Judentum ganz und gar nicht verherrlicht, gefördert, gefordert. Im Gegenteil, es wird sehr davor gewarnt, in Armut zu verfallen. Armut wird mit dem Tod verglichen, wird Armut im Haus hier im Traktat Bava Metzia aus dem Talmud wird schlimmer als 50 Plagen bezeichnet. Wir sehen im Tischgebet zum Beispiel, Birkat HaMazon, so die Bitte, dass wir nicht abhängig werden von den Geschenken, den Gaben anderer, dass wir nicht in Abhängigkeit verfallen. Und es gibt auch ein klares Verbot, also natürlich, es gibt ganz klare Bestimmungen, dass man Tzedakah, also wohltätig, karikativ, gesellschaftlich gerecht wirken soll. Aber es gibt ein klares Verbot, das auf einer Ebene zu tun, die ermöglichen könnte, dass man selbst wiederum abhängig wird von der Tzedakah, von den Spenden anderer. Also eine klare Warnung gegen Armut als ein Risiko, ein Zustand, in dem die Ideale von Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, Unabhängigkeit gefährdet werden können. Gleichzeitig sehen wir dann aber auch Risiken angesichts von Reichtum. Erstes Risiko, Gott aufgeben. Also der Aufruf ist, Gott nicht aufzugeben, wenn man sehr wohlhabend wird. Wir sehen schon in Dvarim, in Deuteronomium, wenn dein Silber und Gold sich vermehren, vergiss Hashem, dein Gott, nicht. Das goldene Kalb, ja, also angesichts des großen Reichtums des Kalbes und dem Tanz dieses großen Reichtums wurde die Beziehung zu Gott vergessen am Berge Sinai, als Moses oben war. Also eine klare Diskrepanz, auch eine klare Gefahr angesichts von Reichtum, die spirituelle Beziehung zu Gott zu vernachlässigen und zu vergessen und sie aufzugeben. Entsprechend auch Arroganz, ein weiteres Risiko. Wir sehen eine Halacha schon in der Bibel, ein Gebot in der Bibel, beziehungsweise ein Verbot, dass Könige nicht extrem reich werden dürfen, denn sonst besteht die Gefahr, dass sie sich über ihre Brüder erhöhen. Also wir haben jetzt... Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich hab hier jetzt schon drei Slides übersprungen. Also genau, das war Risiko 1, Risiko 2. Falls mir das nochmal passiert, vielleicht kann mir jemand Bescheid sagen, danke. Jetzt einmal zurück. Oh, genau, Arroganz entgegenwirken.
Wir haben ja hier gesehen, beim Risiko, bei der akkumulierenden Tendenz, hier Wohlstand schaffen, dass ein Lohn der Demut Reichtum ist. Und gleichzeitig, wenn man dann diesen Reichtum erlangt hat, ist dann ein Risiko, dass man durch diesen Reichtum wiederum das Gegenteil von Demut bewirkt, nämlich Arroganz. Also ist eine klare Verbindung da. Und dann drittens Scham vermeiden. Es gibt eine Tradition in der Mishnah wird gelehrt, dass an Tisha B'Av, das ist ein Trauertag, haben die Frauen, die noch Single waren in Jerusalem, getanzt und in Kleidern getanzt und potenzielle Bräutigame haben ihnen dabei zugeschaut und so wurden dann die Verbindungen gemacht. Und da gibt es eine Tradition, dass bei diesem Tanz es verboten bzw. es geboten war, dass man geliehene Kleider trägt, damit die Frauen, die sich keine teuren Kleider leisten können, nicht beschämt werden durch den größeren Wohlstand der anderen. Und letztes Risiko, auf das man achten sollte, Neid vorbeugen. Wir sehen eine Tradition im Traktat Tanit auf Basis eines biblischen Verses, in dem Jakob seinen Söhnen sagt, fallt nicht auf. Und die Rabbinen lehren interpretieren das als Aufruf, nicht aufzufallen, damit Esau und Ishmael die Söhne nicht beneiden werden, aufgrund ihres Reichtums. Zusammenfassend können wir vielleicht diesen Vers aus den Sprüchen nehmen, als Essenz der jüdischen Perspektive auf die richtige Haltung zu Wohlstand. Armut und Reichtum gib mir nicht. Ich möchte sonst, wo ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist Gott? Oder wo ich zu arm würde, möchte ich stehlen und den Namen meines Gottes entweihen. Also der Aufruf einer goldenen Mitte zwischen diesen beiden Extremen wird hier klar als ein besonders gesegneter Zustand gelobt. So, wenn wir jetzt solche Traditionen sehen, kommen wir zur dritten Frage der heutigen Veranstaltung. Können wir die irgendwie fruchtbar einsetzen in unserer heutigen Marktwirtschaft? Also nicht so sehr wie hier in der Karikatur, wo Steve Jobs, der ehemalige Apple-Chef, die Tablets von Moses upgraden möchte, sondern andersrum, können vielleicht die Tablets von Moses die Tablets von Apple upgraden, ethisch und spirituell. Schauen wir uns erstmal an, also Ökonomie in der jüdischen, die Werte sind hier rausgefallen. Gut, aber Sie sehen schon mal das Verhältnis. Ökonomie in der jüdischen Tradition spielt eine ganz zentrale Rolle. Wir sehen schon in der Bibel, dass von den nach der traditionellen Zählung von Maimonides 613 Gehirn verboten, 120, ja, der Wert im gelben Balken ist 120, also 20% aller Mitzvot, aller Gehirnverbote beziehen sich auf ökonomische Themen. Und wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel den Mitzvot, die Ernährungs- und Sexualitätsbereiche regulieren, wo es jeweils 26 sind, dann sehen wir die große Bedeutung, die diesem Thema beigemessen wird. Und das wird fortgeführt im Talmud, eine zentrale Tradition in der jüdischen Wirtschaftsethik hier von Rava, der lehrt, dass die erste Frage im Himmel ist, ob wir nach Treu und Glauben gehandelt haben. Rabbi Ishmael lehrt, wer Weisheit erlangen möchte, sollte lernen, wie Geld funktioniert. Und wir sehen im Talmud, es gibt drei eigene Traktate nur für wirtschaftliche Themen und in allen anderen Traktaten finden wir auch eine Fülle an Traditionen zur Ökonomie. So, jetzt ist die Frage, wie können wir die umsetzen in der heutigen Wirtschaft? Dazu habe ich in meiner Dissertation folgendes Framework entwickelt.
eine fünfstufige Methodik interdisziplinär, bei der wir uns im ersten Schritt ein ganz konkretes ethisches Dilemmata in der Konzernpraxis anschauen. Das kann etwas sein, also in meiner Dissertation war es die Konzernpraxis, aber das lässt sich auf alle Wirtschaftsbereiche anwenden. Ein Dilemma kann sein Whistleblowing oder Vorstandsvergütung oder ökologische Nachhaltigkeit. Und dann fragen wir uns anhand der angewandten Philosophie der Wirtschaftsethik, was sind genau die Werte, Normen und Einstellungen, die hier in einen Clash geraten bei diesen Dilemmata? Was macht sie eigentlich zu einem Dilemmata? Um dann im dritten Schritt in der jüdischen Tradition zu forschen, nach Lehren, die als Weisungs- und Inspirationsquelle dienen können, um mit genau diesen Fragestellungen umzugehen. Dann bewegen wir uns wieder runter. Im vierten Schritt einmal versuchen wir dann aus den Traditionen ihren philosophischen, ethischen Gehalt zu extrahieren, um diese dann wiederum im fünften Schritt anzuwenden mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Konzern- und Managementpraxis. Hierbei gibt es ein ganz zentrales Risiko, natürlich nach Gadamer, die voreilige Angleichung der Tradition an eigene Sinnerwartungen. Also wir sehen hier ein Zitat von einem der Begründer der modernen jüdischen Wirtschaftsethik, Meir Tamari, der lehrt, dass der betrachtet und beobachtet, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden von Studien jüdischer Ökonomie und wurden sehr stark beeinflusst von sozialistischen Idealen, wo wiederum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Pendulum in das andere Extrem ging und jüdische Tradition mit neoliberale, so Free Market Philosophien gleichgestellt wird. Also ein klares Risiko, dass wir unsere eigenen Werte, Schlussfolgerungen, Einstellungen schon vorwegnehmen und dann einfach nur das Judentum so instrumentalisieren, um das, was wir schon als richtig erachten, zu untermauern. Vielleicht ist aber trotz dieser vielen Dialektik so ein roter Faden, mit dem ich abschließen möchte, so ein gemeinsamer Nenner, das Konzept der Indivisible Hand, was auch die zentrale These meiner Dissertation ist. Wir sehen, Adam Smith lehrte die Invisible Hand, die sagt, durch Eigennutzmaximierung ganz ungewollt erreichen wir einen positiven gesellschaftlichen Effekt. Und wir sehen in der jüdischen Tradition im Gegensatz dazu eine klare Verbundenheit einmal von Integrität in uns selbst und unseren Mitmenschen, unserer weiteren Gesellschaft und den Organisationen, in denen wir leben, die da etwas drüber hinausgehen. Vielleicht ist hierfür auch ein sehr gutes Beispiel die bekannte Mishnah von Hillel, die lehrt, wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich? Also ist ganz klar der Aufruf, selbstständig und selbstbewusst und auch im eigenen Interesse zu handeln, weil wenn wir das nicht tun, dann können wir auch nicht erwarten, dass andere es tun werden. Und im zweiten Schritt aber zu realisieren, und wenn ich nur für mich bin, was bin ich dann? Also es reicht nicht, dass wir selbstbewusst sind und an uns selbst glauben. Wie machen wir diesen Glauben und dieses Vertrauen, diesen Selbstnutz, wie machen wir den fruchtbar für unseren gesellschaftlichen, familiären, beruflichen, freundschaftlichen Kontext? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als im Hier und Jetzt, für eine
für Integrität in uns selbst zu sorgen und ein positives, fruchtbares Miteinander mit unseren Mitmenschen und für eine bessere Welt zu wirken. Vielen Dank. Danke. Wenn Sie jetzt kurze Verständnisfragen haben, können Sie gerne das stellen. Wenn nicht, dann aber wirklich nur Verständnisfragen. Ja, bitte. Ich habe noch eine Frage zu dem Profit, der ein Sechstel betragen darf. Das ist ein Sechstel, bitte? Bis zu einem Sechstel. Ja, bis zu einem Sechstel, dann ist es okay. Und dieses eine Sechstel, das ist ja, was wir in der säkularen Welt die Wuchergrenze nennen. Also wenn alles das, was bis zur Wuchergrenze okay ist, dann kann ich da keine besondere Ethik erkennen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt und tatsächlich habe ich da auch etwas ganz Zentrales bei dem Konzept vergessen, und zwar gibt es wie immer Ausnahmen, und zwar bei besonders wertvollen Gegenständen ist auch durchaus mehr Profit als diese Einsechstelgrenze zulässig. Andererseits bei besonders essentiellen Gütern wiederum oder sehr knappen Gütern wie zum Beispiel Lebensmitteln ist auch ein Sechstel schon zu viel. Also es ist deswegen auch differenziert zu betrachten und eine Vereinfachung, dass da pauschal ein Sechstel ist okay und da gibt es dann keine weiteren Grundsätze, die zu beachten wären. Okay. Aber ein guter Hinweis, danke. Ja. Ja. Zinsloses Darlehen genommen werden, gegeben werden. Die Hälfte davon, ja. Oder der Hälfte davon. Dem Manager. Ist der Manager notwendigerweise ein Jude? Oder spielt das überhaupt keine Rolle? Wenn er ein Jude wäre und er würde auch das Geschäft, wären wir in derselben Zwickmühle, das er eigentlich. Welche Zwickmühle? Na, ich denke, dass. Also, er gibt's ja auch, investiert irgendwo, auch um Gewinne zu machen. Also erstmal zu Ihrer ersten Frage, es ist völlig unerheblich, ob er jüdisch ist oder nicht, der Manager. Und das Dilemma ist tatsächlich ausschließlich für den Investor relevant, denn der Manager investiert nicht sein eigenes Kapital in die Unternehmung, sondern seine Arbeitskraft. Und da besteht kein Zinsverbot drauf. Es ist sehr kompliziert, ich kann Ihnen vielleicht gerne nochmal danach etwas erläutern, aber es ist... Ist tatsächlich ein sehr kompliziertes Konzept. Ja. Dass dieses Zinsverbot und diese Wirtschaftsethik auch von, sagen wir mal, praktizierenden Juden eingehalten wird? Oder ja. Weltweit sieht man es ja nicht so. Also da wird ja Zins gewuchert und ohne Ende. Also meine Frage ist... prozentual oder inwieweit wird das überhaupt eingehalten? Wer achtet darauf? Die Frage können wir gerne für die anschließende Diskussion erstmal aufheben, weil also wir sind wirklich strikt daran gehalten, dass wir erstmal nur Verständnisfragen. Also, ja. Okay. Merken Sie sich die Frage. Freue ich mich drauf, ja, genau. Danke. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil unseres heutigen Abends, also zu dem muslimischen Teil. Ich freue mich sehr, heute Herr Idris Nasri begrüßen zu dürfen. Idris Nasri studierte Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld. Parallel dazu absolvierte er ein Ergänzungsstudium in Wirtschaftswissenschaften. Anschließend studierte er islamisches Recht als Stipendiat an der School of Oriental and African Studies der University of London und an der University of Oxford. Danach durchlief er als Stipendiat im Rahmen des Sonderprogramms Master in Classical Islam an der University of Johannesburg in Südafrika die Kerndisziplinen der Scharia und der arabischen Sprache. Hierauf
folgten zahlreiche Forschungsaufenthalte, unter anderem an der Azhar-Universität in Kairo, an der Hamad bin Khalifa-Universität in Doha und in Jerusalem. Seit Oktober 2012 gehört Herr Nasri als Stipendiat der Stiftung Mercator dem Exzellenzprogramm Graduiertenkolleg Islamische Theologie an. Gegenwärtig schließt er an dem Seminar für Islamische Theologie an der Universität Paderborn seine Promotion zu dem äußerst spannenden Thema zwischen Recht und Ethik, Skizzen einer Wirtschaftsethik in islamisch-theologischer Perspektive, eine Annäherung mit Abu Hamid Muhammad al-Ghazali ab und leitet dort den Fachbereich islamisches Recht. Außerdem ist Herr Nasri Mitherausgeber von Moralische Vortrefflichkeiten in der pluralen Gesellschaft, Tugendethik aus philosophischer, christlicher und muslimischer Perspektive, erschien 2016, sowie Islamisches Finanzwesen, ökonomische und ethische Perspektiven, geplant für 2017, The Principle of Islamic Law, The Promise and Challenges of Maqasid al-Sharia, auch geplant für 2017. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Nasri und bitte ihn auf die Bühne. Vielen Dank. Ich trinke die alle aus. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Aber ich lasse mir jetzt nicht nehmen, mich nochmal bei den Veranstaltern und bei den Organisatoren mich zu bedanken, insbesondere Frau Nowak für ihre grandiose und wirklich minutiöse Planung. Ich danke ganz herzlich dafür, dass das wirklich nahtlos geklappt hat. Nun, als ich die Einladung damals erhalten habe, wusste ich natürlich noch nicht, was das Thema ist. Man hatte mir das so verkauft, das ist Wirtschaftsethik. Da habe ich mir gedacht, das kenne ich von den ganzen Veranstaltungen und die ganzen akademischen Veranstaltungen, mache ich so. Nun bekam ich dann das Thema und dann las ich Kapitalismus, Halal oder Koscher. Und dann dachte ich mir, oh Gott, egal was du antwortest, wird sowieso nicht richtig sein. Ist es Halal? Werden dann alle sagen, ah, es gibt doch so viele Dinge, die nicht so Halal sind. Auch jetzt, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt nur dieses Wort Halal so wirklich runterbreche und so verwende, wie man es in der Alltagssprache verwendet und nicht eingeordnet. Und wenn ich jetzt Kapitalismus als Systemfrage jetzt hinterfrage, das werde ich dann in diesen 30 Minuten nicht lösen können. Von daher verzichte ich jetzt auf so einen erschöpfenden Vortrag, den man so meistens von Akademikern gewöhnt ist, die nur in ihrer Materie sind, sondern ich würde Ihnen ganz gerne so einen Grundriss geben und versuchen hier und da so lichtschlagartig einige Ebenen, die für den Diskurs vielleicht im Anschluss spannend sein könnten, wiederzugeben. Von daher, ich bediene mich jetzt mal diesem Teufelswerk, ich hoffe, es funktioniert alles. Fangen wir mit einem Zitat an von Benedikt, der nicht bekanntlich jetzt große Sympathien für den Islam hatte. Und das war 2009, als sozusagen die Krise kam und alle Welt dann in dem Moment zumindest in Europa geschockt war und gesagt hat, ach, hätten wir einfach es anders gemacht. Aber zumindest wussten vorher schon alle, da läuft irgendwas falsch. Und sogar die hartgesockenen Wirtschaftswissenschaftler, wie er sind, die haben gesagt, ah, wir haben ein Problem in unserem System. Selbst die haben es gesagt. Also jeder wusste es. 2008 wusste jeder, da läuft was falsch. Und selbst der Papst hat sich das nicht entnehmen lassen und hat gesagt, wir müssen mehr von der islamischen Ethik bei uns anwenden können. Die machen da was richtig. Obwohl Dubai genauso die Krise mitgenommen hat und Dubai genauso am Boden lag. Aber zumindest war da was, was ihn inspiriert hat. Aber es könnte auch daran gelegen haben, dass es ein Korruptionsverfahren im Vatikanischen Bank war und er gedacht hat, vielleicht machen die Muslime doch was besser, wir sollten mehr bei denen abgucken. Jedenfalls fand ich das beeindruckend, als ich das damals gelesen hatte und dachte mir, ich teile Ihnen das mit Ihnen. Und darauf werde ich vielleicht hier und da nochmal zurückkommen. Nun, ich versuche meinen Beitrag oder zumindest meinen Vortrag so aufzubauen, dass ich Ihnen mal so einen kurzen Durchriss gebe durch die einzelnen Abschnitte des Wirtschaftssektors im Islam oder wie er sich etabliert hat und dann zu dem gegenwärtigen Status quo komme und vielleicht mit Ihnen so einen Ausblick zeichne oder mit Ihnen das entwickle. Das heißt, erstmal kommt so ein geschichtlicher Überblick und dann so die wesentlichen Charakteristika des islamischen Finanzwesens, insbesondere Islamic Banking und Finance, das ist so das neue Wort, was alle so
Das ist cool, jeder weiß das, jeder spricht drüber, sodass wir das vielleicht ein bisschen einordnen, wohin das führt und was das ist. Als zweites, so einige wirtschaftliche Prinzipien, wirtschaftsethische Prinzipien, die werde ich natürlich nur einige Konturen zeichnen können, weil dafür genügt einfach leider mir nicht die Zeit und werde dann so, wie gesagt, so einen Ausblick zeichnen. Kommen wir also zum ersten Aspekt, zu dem geschichtlichen Überblick. Den habe ich aufgeteilt in drei Ebenen, beziehungsweise in vier Ebenen. Fünf, jetzt sehe ich es. Und wir beginnen mit der formativen Phase, um Ihnen einfach das Setting aufzuzeichnen. Also wenn wir über Islam reden, ist es ja so ein monolithischer Block. Da gibt es den Muslim, der Islam, die Muslime. Und ich würde ganz gerne mal so mal aufzeichnen, mal diesen Setting, um den Propheten mal zu sehen. Also wir sprechen ja sowieso sehr viel über die Muslime, wenig mit den Muslimen, aber das soll vielleicht mal auch helfen, zu sehen, was war da so ein bisschen um den Propheten? Also was war das? War das eher so ein Typ, so wenig lächeln, wenn dann im Keller? Oder war das doch so jemand, mit dem man auch mal gerne so eine Party feiern würde? Das würde ich mal so gerne so, eine Party ohne Musik natürlich, aber auch eine Party. Und dann würde ich ganz gerne in diese translative Phase, wie ich sie genannt habe, innovative Phase mal so kurz aufzeichnen und dann diese retranslative Phase, die imitierende. Und dann in die stagnierende politisch-ideologische Periode bis 1930 und dann nochmal moderne Periode. Die beiden Aspekte der formativen Periode und der modernen Periode würde ich ganz gerne ein bisschen ausführlicher machen. Das heißt, dafür nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit und die anderen so ein bisschen eher am Rande. Also fangen wir mit der formativen Phase an. Das Setting um den Propheten. Wenn Sie sich das mal anschauen, wo Mohammed wirkt. Ich verzichte hier auf Eulogien. Ich hoffe, dass diejenigen, für die es relevant ist, im Grunde genommen das für sich selbst sprechen. Ich verzichte aufgrund des Redeflusses darauf. Arabische Halbinsel vor dem Islam. Also wenn Sie sich das anschauen, im Grunde genommen betreibt jeder Wirtschaft dort. Jeder ist damit beschäftigt und diejenigen, die im Grunde genommen, wo selbst der Prophet ist, haben relativ gutes Einkommen mit Religion. Also mit Religion lässt sich Geld machen. Das ließ sich schon damals machen und das lässt sich auch heute machen. Wenn Sie da mal so eine Tour durch Vatikan machen, dann merken Sie, da ist Kohle. Und wenn Sie da mal nach Saudi-Arabien fahren und nach der Pilgerfahrt sich mal die Gedanken machen, wie viele Umsätze da mit der Pilgerfahrt gemacht werden, da macht man Kohle mit. Es funktioniert. Also, dass Sie heute hier sind, zeigt doch, es funktioniert. Wir reden über religiöse Aspekte. Und das hat man schon damals auch gewusst. Also hat man mit den Pilgern und mit dem Abwickeln des Pilgerns relativ viel Geld umgesetzt. Und das war auch eigentlich die Haupteinkommen. Das heißt, die Leute, die nach Mekka kommen und um die Kaaba, die vormalige Kaaba, im Grunde genommen ihre Götter mitgebracht haben, um ihnen ein Hostel anzubieten, Lebensmittel, was so alles so für einen netten Aufenthalt, religiösen Aufenthalt erforderlich ist. Also man hat es jetzt nicht so wie ein All-Inclusive-Package wie in Saudi-Arabien, dass sie so einen Blick auf die Hadsch haben sozusagen, anders als auf dem Meer, mit so schönen Goldverzierungen und auch, dass die Klodeckel aus Gold ist. Also so, wie es sich religiös auch gehört, sondern eher spartanisch, also so, wie es spirituell eigentlich sein sollte. Das war sozusagen die Halbinsel. Sie sehen, das ist alles mit Handel und es hat auch mit Handel zu tun. Es ist jetzt nicht so etwas, was man sagen würde, eher im Grunde genommen Beduinen, die für sich selbst leben, um zu überleben, sondern man hat tatsächlich Handel betrieben und es hat funktioniert. Selbst Mohammed, vor seiner Berufung, die meisten sagen, er ist Kaufmann gewesen, er war schon immer Kaufmann. Eigentlich nicht. Also im Grunde genommen wird man nicht so geboren, wenn man jetzt nicht unbedingt wenn der Vater jetzt nicht ein Geschäftsmann ist oder irgendwie ein Unternehmen hat, nicht unbedingt als Kaufmann geboren. Er ebenfalls auch nicht. Er als Weise in sehr bescheidenen Verhältnissen, ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, wächst mit seinem Onkel auf, wird hier und da mal mitgenommen. Aber er lernt auch natürlich von dem, weil es eben im Grunde genommen viel Business dort betrieben wird, lernt er natürlich davon was. Das Erste, womit er sich ja im Grunde genommen geschäftlich ein Lohn macht, ist im Grunde genommen treuhänderisch tätig werden. Sie verreisen, möchten ihre Fische füttern lassen und dass jemand auf ihren Garten und auf ihr Haus aufpasst. Das macht man heute noch. Damals hat man das eben eher mit den ganz wichtigen Sachen gemacht, dass man die rübergebracht hat zu einem Treuhänder und hat gesagt, okay, hier, du bekommst dafür etwas Geld, aber achte darauf. Und deswegen, damit hat er sich einen Lohn gemacht. Daher auch der Spitzname El Amin, der Vertrauenswürdige, derjenige, dem man auch Vertrauen schenkt. Das war so, so war er bekannt. Damit hat er sich eben Geld verdient. Er war ein bescheidener Mensch, der auch ganz normal eben als Hirte auch nebenbei tätig war.
Also jetzt nicht für diejenigen, die jetzt denken, er war schon immer Kaufmann, hat schon die ganze Zeit mit Geld zu tun, gar nicht. Also das ist nicht so, dass man ihn das immer in die Biografie reinlegen will. Dann mit 26, so Mitte 20, 25, 26, nimmt ihn sein Onkel mit und stellt ihn damals der Frau Khadija bin Khawalid vor, die Frau, die wir heute, wenn wir über Quoten für Frauen denken, wenn ich mir dann ihre Biografie angucke und das angucke, dann denke ich mir, es wäre schön, wenn man diese muslimische Frau mal zeigen würde. Khadija bin Khawalid, sie ist nicht nur eine Unternehmerin, sie ist die Unternehmerin von Mekka und Medina. Also eine steinreiche Frau, verwitwet, hat mehrere Kinder und ist sozusagen diejenige, die weiß, wie man Logistik betreibt. Sie ist diejenige, die Karawanenabwicklungen, die man anspricht, wenn man das machen möchte. Wenn Sie sich jetzt ein großes Logistikunternehmen vorstellen heute, sie war sozusagen das große Logistikunternehmen von Mekka und Medina. Und der Onkel nimmt ihn mit und stellt ihn dieser Frau vor. Und es kommt, wie es kommen soll, er arbeitet dort. Er arbeitet, macht sich damit auch ein Einkommen, lernt viel. Seine erste große Karawane, die er selbst abwickelt, 2 Kamele. Nur im Vergleich, was Khadija abgewickelt hat, 2000 Kamele, damit man das nur so im Vergleich hat. Er 2 Kamele, das war so das, was er gemacht hat. Damit hat er sich zum ersten Mal in diese Ebene des Handels und in das Kaufmännische sozusagen begeben. Und das war so, wo man das her hat. Das ist aber der Prophet, er lernt das. Und irgendwann mal denkt sich diese vorzügliche Geschäftsfrau, wahrlich, er hat einen Charakter, der makellos ist und nimmt sich diesen jungen Burschen, in Anführungsstrichen, zum Ehemann. Also sie ist 16 Jahre älter, nur damit wir das einordnen können für die damalige Zeit und heute, wenn Sie sich vorstellen, eine Frau, die 16 Jahre älter ist und heiratet einen Mann, der 16 Jahre jünger ist, sozusagen, stellen Sie sich das mal vor. Selbst bei uns in einer Gesellschaft, wo wir vermeintlich so aufgeklärt sind, da denkt man immer, das stimmt mit der Frau was nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das heißt, das ist das Setting, was Sie jetzt haben. Also bevor er zum Propheten wird. Und jetzt, wo er zum Propheten ernannt wird, ändert sich nicht viel. Also man darf nicht schockiert sein, dass er jetzt gedacht hat, okay, ich werde jetzt Prophet, okay, Kamele, uncool, Business, uncool und jetzt werde ich jetzt mir eher spartanisch bekleiden. Hat er vorher auch, also er hat ein simples Leben vorher geführt, hat auch danach ein sehr einfaches Leben geführt. Wenn Benedikt Köhler in seinem Buch schreibt, er war der reichste Mann, der gestorben ist, ja, das stimmt, er war der reichste Mann, aber trotzdem ist er auf den Laken gestorben. Also das, was an Reichtum da war, war nicht bei ihm, auch nicht auf seinem Konto, auch nicht in seinem Garten, sondern bei den Leuten, bei denen die bedürftig waren. Das ist der Mann gewesen, im Grunde genommen, der das 7. Jahrhundert revolutioniert hat in vielerlei Hinsicht, gesellschaftlicher Hinsicht. Ich werde dazu noch kommen. Nach Berufung des Propheten, also das, was er im Grunde genommen zum Propheten ernannt wird, in Mekka passiert wenig. Das ist jetzt nicht so, wo man drauf eingehen könnte. Ab dem Moment, wo er sozusagen die Auswanderung nach Medina kommt, da entsteht etwas, was doch nennenswert ist. Neben einer Moschee, die er gründet, passiert Folgendes. Da sind 4 Märkte, überwiegend von jüdischen Händlern. Das ist sehr, sehr interessant. 4 Märkte, die schon vorhanden sind. Er gründet noch einen zusätzlichen Markt, zeitgleich fast mit der Gründung einer Moschee. Das ist interessant, wenn Sie sich jetzt mal die Geschehnisse mit Isa, mit Jesus vergleichen, wie er sozusagen mit den Kaufleuten in den Tempeln umgegangen ist. Er im Grunde genommen Moschee, daneben Markt. Also Sie sehen den Ursprung dieser Religiosität. Sie haben also jemanden, der kaufmännisch tätig ist, dessen Frau die Geschäftsfrau schlechthin ist, gründet eine Moschee und neben dieser Moschee diesen Markt. Und mit diesem Markt entstehen natürlich auch erste Interaktionen, es entstehen Regeln und er wirkt nicht in ein Vakuum. Also der Prophet wirkt nicht in ein Vakuum, was vorher nicht da war oder danach nicht entstanden ist. Das heißt, islamische Religiosität oder islamische Theologie entsteht nicht in ein Vakuum, sondern sie entsteht in einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die unheimlich viele Einflüsse hatte. Auch vorher. Das heißt, die Händler, die dorthin gekommen sind, waren nicht jetzt im Grunde genommen nur Araber, sondern aus verschiedenen Teilen, Byzanz und. Und sie haben ihre jeweiligen Gebaren auch mitgebracht. Der Prophet kam nicht dahin, um ein Wirtschaftssystem einzuführen. Er war im Grunde genommen, wie es so heißt, er ist da, um euer Charakter zu
vervollkommnen. Er ist die Ethik in Person, also der gelebte Koran schlechthin. Das ist das, was er ist. Und das ist das, was er im Grunde genommen in diesen Markt integriert. Dieser Markt arbeitet mit Instrumenten, die auch schon vorher vorhanden waren. Er kommt jetzt nicht um die Ecke und sagt, die Waage ist nicht so, wie wir es gerne hätten, sondern es ist die Ethik, die mit dieser Waage verbunden ist, dass ich sie nicht manipuliere. Das ist die Aufrichtigkeit mit dem Handel. Das ist das, was er im Grunde genommen mitbringt. Das, was danach kommt, ich werde jetzt auf die Einzelheiten, die aus dieser Periode entsteht, nochmal genauer eingehen, sind im Grunde genommen nur Verfeinerungen. Die rechtgeleiteten Kalifen, die sozusagen danach gewirkt haben, größere Ebenen, größere geografische Machtbereiche, die sie bewahren mussten, mussten natürlich auch anders agieren. Steuereinnahmen etc. mussten modifiziert werden. Auf die Einzelheiten gerne kann ich da nochmal drauf eingehen, aber im Grunde genommen ist es nur auf einer größeren Ebene die Praxis. Aber nicht jetzt so, dass sie revolutioniert wird, das, was aus der Praxis kommt. Sie berufen sich im Grunde genommen alle auf diese vier wesentlichen Quellen. Diese Quellen sind im Grunde genommen auch die Quellen, mit denen die Islamic Banking and Finance, das heutige islamische Finanzwesen, auch mitarbeitet. Das ist das so der Bereich, womit gearbeitet wird. Koran und Sunna, das sind so die Primärquellen, mit denen gearbeitet wird. Dann haben sie den Konsens der Gelehrten, manchmal die Gelehrten von Kufa, die Gelehrten von Mekka, Medina. Das sind im Grunde genommen, je nach der jeweiligen theologischen Schule oder der jeweiligen Rechtsschule, sind auch gewisse Differenzen dort. Aber um sie mit Einzelheiten Ihnen das zu ersparen. Und dann gibt es den sogenannten Analogieschluss. Für diejenigen von Ihnen, die juristische Affinität haben, merken Sie hier schon im Grunde genommen im Bereich des Konsens und der Analogie eine gewisse Methodenlehre, die Sie auch in anderen Bereichen finden, wie zwar im römischen Recht in einer anderen Ebene. Vielleicht können wir dazu noch gleich zu kommen. Die Richtschnur aus diesen Quellen ist im Grunde genommen die Scharia. Das ist der Moment, wo immer meistens eher die Stimmung kippt. Von daher machen Sie sich keine Sorgen, es wird besser. Es kommt noch. Scharia. Wenn Sie sich die Wortwurzel davon nehmen, und es macht wirklich Spaß, das mal zu machen, bei einem Cappuccino trauen Sie sich das. Das ist etwas, was auch vielleicht dem Bürgermeister von Berlin auch vielleicht gar nicht mal so übel tun würde. Es schien raw ein. Und wenn Sie sich mal die ersten Primärquellen dazu anschauen, dann finden Sie die Beschreibung dazu sehr romantisch. Also ich finde die faszinierend. Wenn Sie manchmal schreiben, dann denke ich mir auch, oh, Wahnsinn. Und zwar heißt diese Wortwurzel, beschreibt einen ganz genauen Aspekt. Und zwar, wenn Sie Wasser holen am Fluss, dann gibt es diesen Ebene, wo schon vorher Leute da waren. Sie kennen das, da waren schon Leute, das ist schon platt getreten. Und Sie wissen, da kann man Wasser holen, da waren schon andere. Irgendwo im Fluss. Das heißt, wichtig ist, dass dieses Wasser, wo man Wasser holt, fließend ist. Und es ist frisch, das Wasser. Das ist wichtig für diese Begriffserklärung. Das heißt, damit Sie merken, womit die Beduinen Schara'a, also Scharia, auch verbunden haben. Mit etwas Dynamischen, Lebenserhaltenden und stets Wandelnden. Nie Stetigem. Wenn Sie Wasser stehen gesehen haben, dann ist es eine Pfütze oder so. Aber wir reden hier also vom Fließenden. Und diese Stelle, die plattgetreten ist, bezeichnet man als Scharia. Das heißt, das ist die positive Konnotation der Beduinen mit diesem Wort. Das ist dieser Aspekt, den man damit verbindet. Wir kommen gleich dazu, was für eine Perversion dieses Wort in die vergangenen 200 Jahre erlebt hat. Aber das ist so das Urwort, wo es herkommt. Und der Koran nimmt das natürlich in einem untechnischen Art und Weise wieder auf. Sure 45, Vers 18. Da heißt es sinngemäß, dann brachten wir dich auf einen klaren Pfad. Also das, was mit dem Pfad beschrieben ist, ist im Grunde genommen die Scharia. Was also im Grunde genommen Scharia ist, ist etwas, was man sagen kann mit Weg zu einer Wasserquelle, zu einem Pfad oder zu Quelle. Das ist das, womit Sie es übersetzen können. Dass diese Übersetzung mit islamischem Recht oder die Vorstellung, da ist die Scharia eingeführt worden. Wir kommen gleich dazu, wie fernliegend im Grunde genommen eine Vorstellung dessen ist.
Das heißt, die Scharia ist im Grunde genommen der religiöse, spirituelle Weg, wie ein Muslim nach Maßgabe seiner Religiosität seine Religion verwirklicht. Und als GPS dafür, damit er sich auch nicht vom Pfad irgendwie abkommt und irgendwie vielleicht, so wie ich gerade, irgendwo auf einer Baustelle landet, sondern dass er auch direkt zum jüdischen Museum findet, ist es im Grunde genommen erforderlich, dass für Instrumente da sind. Da haben sie Werte, Normen, Sitten, Rechtslehre, einschließlich der Methoden und allen anderen Instrumentarien, die dafür erforderlich sind, diesen Weg zu gehen. Vorab, es gibt einen wesentlichen Unterschied, und der ist so wichtig, deswegen gehe ich so darauf ein, für das Verständnis des islamischen Finanzwesens hinsichtlich dieser zwei Wörter, Scharia und Fiqh. Nun hatte ich eben erläutert, was Scharia ist. Ein Abstraktum, also im Grunde genommen nichts Kodifiziertes. Erlauben Sie mir kurz eine Anekdote zu erzählen. Ich war kürzlich in Afghanistan, war unterwegs in einem eher abgelegenen Provinz, und wir bauen dort unterschiedliche Bildungseinrichtungen von Kindergärten bis Schulen, und manchmal müssen Sie mit Personen sprechen, die Sie eher aus unschönen Filmen kennen, eher so vielleicht aus Mafia-Filmen, und da habe ich jetzt so einen Prototyp eines Warlords, mit dem ich einen Tee trinken muss, um dort eine Schule für Mädchen aufzubauen. Natürlich nicht in seinem Sinne, weil wir wissen ja, Bildung verursacht Fortschritt, und wir wollen ja das ja nicht, sondern wir wollen ja weiterhin an den Drogen und an den Verkauf dessen weiter verdienen. Das war ja sein Interesse. Also musste ich mit ihm sprechen. Nun trinke ich Tee, und er weiß, dass ich jetzt dort im Grunde genommen für dieses Hilfsunternehmen, für diese Hilfsorganisation arbeite. Und dann fängt er an zu erzählen, ja, du kommst aus Deutschland. Ich so, ja, sie haben ein ungläubiges Gesetz. Ich so, und trink weiter Tee. Sie müssen ja im Grunde genommen, Sie wissen ja, Ihr Interesse ist, diese Schule aufzubauen. Sie werden jetzt bestimmt jetzt nicht sagen, was? Nein, um Gottes Willen, was erzählst du da? Sondern Sie hören zu. Und ich will Ihnen erklären, die Pointe dieser Geschichte, warum. Dann kommt er so dazu, wir legen großen Wert auf die Scharia bei uns hier. Ich so, okay, was ist das? Sie arbeiten für eine Hilfsorganisation. Es wäre jetzt verwerflich, wenn Sie ihm erzählen, Sie sind jetzt klassisch ausgebildeter Scharia-Student, sondern es wäre gut, wenn Sie dann weiterhin auch in Ihrer Rolle als in der Hilfsorganisation bleiben. Also höre ich ihm zu, und er erzählt mir, ja, die Scharia, die ist verwahrt bei einer unserer wesentlichen Scheichs, also einer der großen Gelehrten von ihnen, verwahrt die Scharia bei sich. Da habe ich gesagt, okay, und hast du schon mal Zugang dazu? Der so, nee, erst musst du eine gewisse Gelehrsamkeit erreichen, um Zugang zu der Scharia zu haben. Also seine Vorstellung, kurz für Sie zusammengefasst, der Tee war nicht so gut, ist, dass die Scharia irgendwo kodifiziert ist bei einem der Scharlatane von denen, und er irgendwann mal Zugang dazu bekommt, wenn er die Gelehrsamkeit erreicht. Nur als Nebeninfo, er ist Analphabet. Also im Grunde genommen ist das seine Vorstellung. Nun bin ich unterwegs zurück. Wir haben die Schule auch dort aufbauen können. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht jetzt vielleicht schlaflose Nächte haben, weil die jetzt nicht wissen, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist, wie konnten sie aufbauen. Und dann bin ich zurückgereist aus Kabul nach Deutschland. Und hier hatte ich eine Veranstaltung am Innenministerium NRW. Eine Veranstaltung zum Salafismus. Und das ist so für diejenigen, die damit zu tun haben, damit sie das einordnen können. Einmal so politisch-ideologische Konzeption und die Einordnung dessen. Und dazu sollte ich einen Vortrag halten. Und der Veranstalter fragte mich schon vorab im Rahmen einer E-Mail, bringen Sie mir doch bitte ein Exemplar der Scharia mit. Und ich wollte natürlich gerne das machen. Sie kommen ja gerne dieser Bitte nach. Und habe natürlich jetzt nichts mitnehmen können und bin dann dahin. Und das Erste, was er mich auf der Veranstaltung gefragt hat, Sie haben bestimmt an mein Scharia-Exemplar gedacht. Ja, aber ich hatte keine LKWs, um sie alle hinzubringen. Und da sagt er so, wie meinen Sie das, keine LKWs gehabt? Ich so, ja, ich habe relativ große Bibliothek, aber die konnte ich jetzt nicht alle hinbringen. Dafür hätte ich mit einem Bulli anreisen müssen, um sie alle einzupacken. Da sagt er so, sagen Sie mal, ist das denn so groß, das Ding?
habe ich gesagt, das Ding gibt es eigentlich gar nicht. Also es gibt ganz viele Staubkörner, die versuchen, annähernd an ein Abstraktum zu kommen, das nie erreichbar ist. Und da sagt er, was? Und da habe ich ihm versucht, dieses Wort hier zu erklären. Fiqh. Fiqh ist die islamische Rechtswissenschaft. Also die Juristen, die sich der Scharia annähern und dem Verständnis annähern. Sie legen das für ihre Zeit aus. Sie ist bedingt, sie ist zeitlich und sie ist wandelbar. Das heißt, das islamische Recht, die Grundlage des islamischen Finanzwesens, ist nicht statisch. Sie ist wandelbar. Das heißt, das ist der wesentliche Unterschied zwischen Fiqh und Scharia. Das heißt, wenn Sie demnächst irgendwo lesen, die Scharia wird eingeführt, schreiben Sie ruhig mal den Journalisten an, wo Sie denn sowas lesen könnten. Also wo kriegen Sie so ein Scharia-Exemplar her? Der wird sich wundern und wird sagen, weiß nicht, vielleicht finden Sie einen. Das war sozusagen der wesentliche Unterschied zwischen Scharia und Fiqh. Aus dieser formativen Phase sind natürlich einige Grundsätze entstanden und diese Grundsätze projiziere ich Ihnen hier. Und da ich ein bisschen abgeschweift bin, obwohl ich hier auf meinen Zettel geschrieben habe, schweif nicht ab, werde ich versuchen, jetzt ein bisschen Gas zu geben. Das sind so einige der Grundsätze, die sich aus der formativen Phase etabliert haben. Sie sehen, es gibt viele Aspekte, diejenigen von Ihnen, die sich mit der sozialen Marktwirtschaft auseinandersetzen, werden da viele Ähnlichkeiten finden. Und das ist auch nicht verwunderlich. Sie werden auch andere Aspekte finden, die damit nicht kompatibel sind. Ich gehe jetzt hier nur meine Slides eben kurz auch durch. So. Sie haben im Grunde genommen, jetzt haben wir es. Sie haben hier die ersten grundsätzlichen Verbote, Verbot des Hortens, von Preiskartellen, diverse Investitionsverbote, Prostitution, Alkohol, Drogen, also gesellschaftsschädliche Investitionen. All die Aspekte, die für unsere Gegenwart gesellschaftsschädigend sind. Tabak für die Gegenwart, Shisha, all diese Sachen, was Sie so sehen in diesen Shisha-Bars, wo diese neue Fable bei den Jugendlichen entstanden ist. Also all diese, die gesellschaftsschädlich sind. Ebenfalls haben Sie einen hohen Stellenwert von Ordnung und Gerechtigkeit. Das heißt, das werden Sie auch merken anhand dieser Scharia-Konzeption. Gerechter Preis, staatliche Sicherung dieses Wettbewerbs, das heißt Aspekte dessen, dass der Staat nur dann eingreift, wenn es sensibel ist. Es geht jetzt bei der islamischen Konzeption ist es so, dass der Staat nur dann eingreift, wenn erforderlich ist. Es ist jetzt nicht so ein intervenierender Staat, sondern sehr früh schon unter den ersten Kalifen wurde in den Markt nur eingegriffen, wenn Erfordernis bestand. Daher auch die Idee oder der Ausspruch des Propheten selbst, die Preise liegen in den Händen Gottes. Also Adam Smith hat das ein bisschen später als unsichtbare Hand bezeichnet. Aber das ist etwas, was Sie im Grunde genommen ja auch eben in der jüdischen Tradition finden, dass der Wettbewerb erhalten bleiben muss. Dass dieser Wettbewerb auch nicht verzerrt werden darf, weil es dann sensibel wird und der Staat intervenieren muss, wie wir es auch heute sehen. Besteuerung, zusätzliche Besteuerung, das sehen Sie neben Zakat, also dieser Pflichtabgabe, gab es schon sehr früh Besteuerungssysteme für diejenigen von Ihnen, die im Grunde genommen eher die eher muslimunfreundlichen Werke sich lesen, die schreiben dann immer auch von einer Pflichtsteuer von Nichtmuslimen. Es gibt immer eine Erklärung dafür, das heißt, die Nichtmuslime mussten nicht in den Krieg und dafür, weil sie eben keine Witwen zu füttern hatten und auch keine, wenn es jetzt außerhalb dessen natürlich keine Unfälle waren, mussten dafür, dass sie im Grunde genommen auch von dem Wehrdienst ausgeschlossen waren, eine zusätzliche Steuer zahlen. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, aufgrund des geringeren Verlustsgefahr in der Familie muss dafür dann eine höhere Besteuerung bestehen, weil sie Schutz genießen, dass Muslime in den Krieg, in den Verteidigungskrieg ziehen müssen. Das ist so die Hinteridee von den Gelehrten gewesen. Also nicht, weil man gesagt hat, ihr müsst mehr Steuern zahlen und weil ihr nicht an das glaubt, was wir glauben. Das sicherlich nicht, weil sonst hätte es auch nicht funktioniert, langfristig den Frieden zu bewahren. Umverteilung, Solidarität, Zwecke von sozialen Sicherung, das haben Sie, all diese Aspekte. Bereitstellung von Basisstruktur. Sie haben sehr früh schon einen Markt, hatte ich Ihnen ja gesagt. Neben diesem Markt haben Sie auch natürlich Ebenen dessen, dass eine Sicherung, eine Marktaufsicht gab. Sehr früh gab es eine Marktaufsichtsbehörde, die sogenannte Hizba, die sich damit beschäftigt hat, dass auf dem Markt auch die Marktregeln eingehalten werden. Nicht, dass da jetzt im Grunde genommen einer kommt und der irgendwelche neuen Regelungen einführt, um diesen gesamten Markt zu verzerren. Ich möchte aber auf drei Sachen besonders eingehen. Das heißt, die Anerkennung von
Anerkennung und Schutz von des Privatvermögens, von das Ribargebot und Rarargebot. Das sind die Aspekte, die meisten von Ihnen eher vielleicht einordnen können. Den Aspekt dessen, dass ich den hier jetzt nicht großartig diskutiert habe, Realwirtschaft wird uns nochmal begegnen, etwas später. Das ist einer der Aspekte, der sich sehr früh entwickelt hat. Also Orientierung an realwirtschaftliche Aspekte, nicht an abstrakte, also Finanzwirtschaft, das Gegenteil davon, sondern an Gütern, harte Fakten. Daran orientiert sich sehr früh das schon. Das ist, hängt auch damit zusammen, weil es einfach noch keinen Finanzmarkt in dieser Ebene gab. Aber Sie werden merken, welche Hektik dahinter steckt und welche Instrumentarien drumherum geschaffen sind. Kommen wir also zum Privatvermögen. Sie finden im Koran diesen Vers, es gibt unheimlich viele Verse, die auch teilweise das Reichtum verpönen, aber dafür gibt es auch natürlich eine theologische Erklärung dafür und Einordnung der Gelehrten zum. Und dann gibt es natürlich auch andere. Ich sehe schon, Herr Walid versucht mir schon mitzuteilen, das wird schwierig. Wow, ich habe da so einige Folien noch, da muss ich jetzt Tore geben. Also Reichtum, Sie sehen hier, frohlocke nicht über dein Reichtum, denn wahrlich, Gott liebt jene nicht, die über eitle Dinge frohlocken. Suche stattdessen durch das, was Gott dir zuerkannt hat, kommenden Lebens, ohne dabei deinen eigenen rechtmäßigen Anteil in dieser Welt zu vergessen. Das heißt, es ist eine positive Verhältnis zu dieser Welt. Also diejenigen, die im Grunde genommen dieses negative Verhältnis zu den Diesseits propagieren, haben genau diesen Aspekt außer Acht gelassen. Das heißt, das Diesseits ist das Acker für das Jenseits. Das ist ein grundsätzlicher Ausspruch des Propheten, dass sich wirtschaftlich, ja, im wirtschaftlichen Kontext auch ausgesprochen worden ist. Und entsprechend dessen finden Sie auch einen Ausspruch von ihm, ohne Zweifel, nicht reich derjenige, reich ist nicht derjenige, der allein die Anhäufung des materiellen Reises sucht, sondern zugleich die innere Erfülltheit sucht. Das heißt, es geht immer um eine spirituelle Erfülltheit, die mit dem Materiellen zusammenhängt. Also das Materielle kann nie die Erfülltheit dessen geben. Ich werde wahrscheinlich nicht zu dieser Folie kommen, sodass ich jetzt vieles jetzt hier integrieren muss. Kommen wir also zu dem Gebot, was die meisten kennen. Und zwar das Zinsverbot, so bezeichnet man. Ja, bei euch Muslimen ist der Zins ja verboten. Das ist, was mir meistens so auf Veranstaltungen dann vorher schon gesagt wird, bevor ich einen Vortrag halte. Also die Übersetzung von Riba als Zins hat eine gewisse Verkürzung, weil Miete zahlen wir alle und wir bezeichnen das als Mietzins. Das ist nicht, da fällt nicht darunter. Also Sie sehen da eine Begrenzung. Und wenn Sie es als Wucher nach dem BGB definiert sehen, ist es auch nicht. Also es ist nicht nur Wucher und es ist nicht nur Zins, sondern es ist ein jeder Überschuss, dem kein Äquivalent gegenübersteht. So könnten Sie es umfassen und selbst das würde nicht genügen. Weil wenn Sie sich anschauen, die Lektüre dazu, und das, Sie werden, wenn Sie zur Wirtschaft irgendwie forschen, werden Sie wahrscheinlich 70% zu diesem Thema finden. Immer zum Ribargebot. Aber Sie werden keine Definition dazu finden. Also Sie werden keine einheitliche Definition dazu finden. Und das ist auch ein Ausspruch des Kalifen Umar ibn al-Khattab, der gesagt hat, das Einzige, was der Prophet im Grunde genommen uns nicht erläutern konnte, war eben, was Riba ist und woher es kommt. Was Riba im Grunde genommen konkret meint, also die Definition dazu. Riba-Gebot im Koran ist ein stufenweises Verbot. Also das Zins- oder Wucherverbot, ich bezeichne das jetzt nicht als so, sondern als Überschussverbot, also das, was an Überschuss eingenommen wird, ist ein sogenannte stufenweise Verbot. Das finden Sie ein analoges Verbot dazu auch beim Alkohol. Das heißt, Sie finden beim ersten Vers nicht ein Alkoholverbot, sondern beim letzten Vers. Bei der letzten Offenbarung, zeitlichen Offenbarung, finden Sie ein Verbot. Und genauso ist es im Grunde genommen beim Zins. Beim Zins finden Sie zunächst erstmal darauf, dass man milde sein soll. Das heißt, dort heißt es im Grunde genommen, und bedenket, was immer ihr an Riba verteilt, auf das es durch die Besitztümer anderer Leute sich vermehren möge, wird euch keine Vermehrung in der Sicht Gottes bringen. Während alles, was ihr aus Mildtätigkeit abgibt, Gottes Antlitz suchend von ihm gesegnet werden wird. Denn es sind die, die sein Antlitz suchen, welche die Belohnung vervielfacht werden. Das ist so der erste. Das heißt, dort geht es im Grunde genommen mild zu sein. Also man soll nicht das Geld, was man hat, versuchen, dieses Kapital, was man hat, die Leute damit in die Abhängigkeit zu drängen. Das ist so, man soll milde damit sein. Und wenn Sie jetzt das letzte, für den letzten Vers, der relativ lang ist und ich hier einiges hervorgehoben habe,
sehen, ist es im Grunde genommen auch die Milde, die damit enthalten ist. Das heißt, der Kerngedanke ist grundsätzlich, und das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt diejenigen, die jetzt den Koran lesen und sagen, wir haben ein Verbot nur für uns und den haben die Christen und Juden nicht. Jeder, der sich mit der theologischen Konzeption auseinandergesetzt hat, weiß, dass dieses grundlegende Verbot in allen monotheistischen Religionen sich findet. Die Ethik, die hier nochmal hervorgehoben wird, ist im Grunde genommen ein Aspekt, der zentral ist. Und das ist etwas, was die Muslime in den nachfolgenden Generationen auch beschäftigt hat. Ich muss jetzt sehr viel Gas geben und ich bitte Sie um Nachsicht. Sie können sehr gerne dann auch nochmal auf die einzelnen Aspekte dann nochmal genauer nachfragen, wenn da was ungeklärt bleibt. Das, was ethisch damit im Grunde genommen erreicht werden soll, habe ich jetzt einigermaßen hier versucht zusammenzufassen. Die Ethik, die dahinter steckt, ist im Grunde genommen sehr facettenreich. Zunächst finden Sie einen Widerspruch zu dem Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit, die im Islam manifestiert ist. Ebenfalls Akkumulation, Akkumulation von Vermögen, die zeitgleich in die Abhängigkeit derjenigen führt, die nicht Kapital haben. Das heißt, die Produktionsfaktoren, die wir kennen, Arbeit, Kapital. Derjenige, der Kapital hat, sitzt am längeren Hebel, kann auch warten, er muss nicht sein Geld investieren, wartet auf eine günstige Situation. Wenn Sie aber nur Arbeit zum Bieten haben, was bleibt Ihnen übrig, als zu sagen, ich gehe arbeiten oder ich gehe drauf. Das heißt, Sie sehen diese Ebene, die besteht. Das soll aufgehoben werden. Diese Ebene soll nicht entstehen. Was noch gefördert werden soll, das Horten von Finanzmitteln. Herr Draghi macht das gerade sehr fleißig. Das heißt, er drückt die Zinsen auf Null, damit sie was nicht machen, damit sie ihr Geld nicht parken, damit sie auch nicht negativ Zinsen bekommen. Machen sie das auch. Sie kaufen noch eine Wohnung, sie kaufen noch ein Auto. Das funktioniert bis heute noch. Ist ein relativ keine revolutionäre Idee. Sie ist sehr ausgelaugt, findet sich schon im Mittelalter. Aber sie funktioniert, auch in modernen Gesellschaften. Das heißt, wenn Sie nicht wollen, dass jemand hortet, drücken Sie die Zinsen und machen es gegen auf Null und es funktioniert. Was es eben schaffen soll, ist eben partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Wenn Sie beide darauf achten, dass wenn Sie Kapital haben und der andere Arbeit hat, dass Sie eben auf partnerschaftlicher Ebene haben, dass Sie nicht Ihr Kapital dazu nutzen, den anderen in die Abhängigkeit zu bringen, den anderen im Grunde genommen nicht die Verteilung zukommen zu lassen. Das ist das, was die Kernidee dessen, die dahinter steckt. Ebenfalls also die Balance der Interessen. Das andere Verbot, was ebenfalls von wesentlicher Bedeutung ist und das, was im Grunde genommen auch den Papst dazu bewegt hat, diesen Ausspruch in der Romana zu publizieren, war im Grunde genommen das Radar-Gebot. Es lässt sich nicht nur unmittelbar aus dem Koran und aus dem Hadith eine Definition entnehmen, genauso wie beim Riba. Man kann es mit dem wiedergeben, dass ein Zufall, ein Risiko, also ein Spekulationsverbot, also ein Verbot des Spekulierens. Das ist das, was in diesem Radar-Verbot steckt. Sie werden das finden im Grunde genommen auf verschiedenen Ebenen. Das, was wir 2008 erlebt haben, sind diese toxischen Papiere, die Credit Default Swaps, die mittlerweile wieder sehr fleißig und ein bisschen modifiziert, ein bisschen ins Smiley-Gesicht angepasst und wieder eingeführt wurden und auch wieder sehr gerne von den Finanzhaien auch gerne angenommen werden. Das sind die Dinge, die nicht erlaubt sind. Also es soll real sein. Etwas, nicht, was nicht vorhanden ist, kann nicht im Grunde genommen investiert werden. Es muss da sein. Spekulation ist nicht möglich. Und Sie sehen hier, lasse Ihnen jetzt mal die beiden Verse, auf die es basiert. O ihr, die ihr Glauben erlangt habt, berauschende Getränke und Glücksspiele und Götzen, dienliche Praktiken und das Wahrsagen der Zukunft sind nur ein abscheuliches Übel von Satans Werk. Meidet es denn, auf dass ihr glückseligen Zustand erlangen möget. Das haben sich wahrscheinlich auch einige gedacht, nachdem die Spekulation 2008 verpufft ist. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, dass sie diesen nicht alltäglichen Geschäftsrisiko, diejenigen von Ihnen, die im Geschäftlichen tätig sind, das ist nicht erfasst. Es geht hier um ein Übermaß an Risiko. Dieses ist verboten. Das lässt sich mit diesem Radar-Gebot eben erklären. Die Ethik, die dahinter steckt, kurz zusammengefasst, im Grunde genommen Interessenschutz, das ist das, was Sie haben. Das ist etwas, wenn Sie im Grunde genommen als Verbraucher, die Verbraucherschutzrichtlinie der EU, die sich in unserem Verbraucherschutzgesetz wiederfindet, hat genau dieses Interesse. Das heißt, es geht um Interessenbalance. Das geht darum, dass Sie dem anderen die Gelegenheit seiner Unerfahrenheit nicht ausnutzen. Und um das zu bewahren, tun Sie auch
Folgendes, dass sie die Interessen nicht durch Risiken, dass sie in Kauf nehmen müssen. Und anders als das, die Verbraucherschutzrichtlinie bezieht sich das Radargebot auch und zwischen Unternehmern und nicht Verbraucher und Unternehmer. Um Ihnen kurz eine Zusammenfassung jetzt dazu geben, ich habe 0 Minuten, nicht mehr, also ich werde unmöglich das durchkommen und ich werde nicht mal zum Islamic Finance und Banking kommen, ich werde nicht zu dem wirtschaftsethischen Aspekt kommen, sondern ich werde jetzt einen Sprung machen müssen und all das, was Sie jetzt hier sehen, werde ich nicht erläutern, sondern ich werde tatsächlich zu dem letzten Aspekt kommen und Sie sehen, was Ihnen alles entgeht. Die grundlegende Frage, die mir gestellt wird von meiner geliebten Schwester, die dann, wenn ich ihr dann solche Aspekte erläutere, die dann sagt, ja, aber Idris, jetzt hast du so viel gesagt und die islamische Konzeption und Finanzwesen, wie können wir das denn jetzt ändern? Also wie können wir jetzt am Kapitalismus überhaupt irgendwas machen? Weil wenn ich jetzt tatsächlich mein Shirt so dort einkaufe, wo es tatsächlich bio und auch noch sinnvoll die Ressourcen genutzt worden sind, dann macht es meine Freundin nicht. Und wenn ich ihr das erzähle, dann wird sie vielleicht eventuell sogar mir die Freundschaft kündigen. Das ist richtig. Vielleicht wird sie das tatsächlich machen. Die Idee dessen, was im Islam steckt, ist eine tief spirituelle. Und wenn Sie sich überlegen, Muslime 1,7 bis 1,8 Milliarden Muslime auf der Welt. Und es gibt das Islamic Banking und Finance mittlerweile. In Deutschland gibt es sie auch. 3 Banken, die wir haben, die aktiv sind. Tendenz in den nächsten 10 bis 15 Jahren werden mehrere Filialen eröffnet. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt, das zweistellig wächst. In den vergangenen 15 Jahren zweistellig gewachsen. Sie haben tausende von Institutionen. Selbst dieses System bedarf einer Fundierung, einer ethischen Fundierung, weil sie ideologisch aus dem 20. Jahrhundert fundiert ist. Das heißt, sie wird nicht dahin kommen, als alternatives System zu etablieren. Sie kann aber mit Synergieeffekten, mit Corporate Governance, mit Social Corporate Responsibility, mit ethischen Finanzen, mit all diesen anderen Bewegungen, die es in Deutschland auch gibt, kann man im Grunde genommen auf lokaler, auf regionaler Ebene dem System auch auf einer ethischen Basis begegnen. Und ich möchte Ihnen einen Aspekt nennen, und das ist mein letzter Versprochen, das ist mein letzter Aspekt, und zwar das, was elementar ist in der islamischen Theologie und im Grunde genommen vom Propheten von Beginn an, als dieser Markt etabliert wurde, auch als Kernessenz dem gelegt wurde. Die Muslime werden als das Volk der Mitte bezeichnet. Also sie werden im Koran als die bezeichnet, die die Mitte sind. Also sie sind jetzt im Grunde genommen weder rechts noch links, sie suchen das nicht weder das eine noch das andere Extrem, sondern immer den Mittelweg. Diejenigen von Ihnen, die sich mit einer romanischen Ethik auseinandersetzen, werden sagen, Aristoteles hat das ja auch schon gesagt. Richtig, das stimmt. Aber ich will Ihnen was erklären von einem anderen Aspekt. Als Muslim bete ich 5-mal am Tag. Und wenn ich nur die Pflichteinheiten nehme, sind es 17 Einheiten. Und in jedem Teil dieses Gebets werde ich die eröffnende Sure des Korans rezitieren müssen. Und dort gibt es einen Vers und der heißt, und führe uns den geraden Weg. Das heißt, der Muslim betet sein gesamtes spirituelles Leben, setzt er auf den Weg, dass er auf dem Mittelweg bleibt. Das heißt, er versucht die Basis dessen zu finden. Er versucht also diesen geraden Mittelweg zu finden, spirituell. Dass er nicht einfach ist, das wissen wir alle. Und wenn wir einmal in die arabische Welt schauen, mit der Konsumwahn und mit dem allen, was dort herrscht, dann wissen wir, dass das von diesem Mittelweg weit weg ist. Und wenn Sie sich dann die anderen Staaten angucken, die gerade am Elend hängen, dann sehen wir auch, dass das weit weg ist vom Mittelweg. Und was die islamische Ethik da bringen kann, ist eine Fundierung eines Systems, das schon vorhanden ist, das islamische Finanzwesen, dieses, das noch nicht geschlossen ist, das zu fundieren, das zu leben, das zu verinnerlichen und das zu aus religiösen Aspekten, aus einer intrinsischen Bewegung auch tatsächlich zu praktizieren. Wenn das möglich ist, dann wird es auch möglich sein, diesen Aspekt, den wir heutzutage jetzt kurz vor Weihnachten auch merken, wenn Sie jetzt durch Berlin laufen, alle sind auf Weihnachtsgeschenke einkaufen und alle Aspekte werden im Grunde genommen nicht mehr in Bedürfnisse, sondern in Begehrnisse. Sie achten jetzt nicht mehr darauf, was Sie an Bedürfnissen haben, sondern welche Begehren wir uns gegenseitig übersteigen können. Und dass das Begehren kein Ende hat, müssen wir im Grunde genommen ja mit Gerne Böhmes aktuellem Buch Die Ästhetik des Kapitalismus. Und ich freue mich darüber, mit Ihnen dann gleich diskutieren zu können. Vielen Dank.
Jetzt haben wir zunächst erstmal die Möglichkeit, kurze Verständnisfragen an Herrn Idriss zu richten. Wenn irgendwas ist, wenn das nicht der Fall ist, so wie ich sehe, dann gibt es erstmal, können Sie gerne Ihre Beiträge kurz kommentieren. Ich sehe sehr viele Gemeinsamkeiten, auch ein paar Unterschiede. Sie können erstmal versuchen, aufeinander zu reagieren. Ja. Ja, so. Ja, ich hatte ganz tatsächlich zwei Fragen, die ich fand den Vortrag sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Also zwei Aspekte, die ich sehr spannend fand. Einmal meine Frage hinsichtlich des Eigentums. Welche Rolle spielt Gott eigentlich beim Eigentumsverhältnis? Also ist das jetzt, wo ich sagen kann, meins ist meins und deins ist deins? Oder sage ich, meins ist mittelbar, also nur in dem Sinne, wie ich das vielleicht aus der Perspektive sehe, Gott ist der ultimative Eigentümer und ich habe sozusagen ein mittelbares Besitzverhältnis dazu? Ja. Tatsächlich. Also, ja, genau so ist das durch die grundsätzliche Einheit, also das Konzept der Einheit Gottes, das im Monotheismus, gibt es natürlich keinen Besitz, der sowohl in der Quelle als auch im Resultat nicht Gottes Eigentum ist. Und wir sehen die gleiche Denke auch zum Beispiel in der Warnung, Mitarbeiter auszubeuten oder sich so als Mitarbeiter zu fühlen. Da wird davor gewarnt, dass am Ende sind alle Menschen Diener Gottes und nicht die Diener von Dienern. Und das Gleiche gilt dann eben auch für das Eigentum, dass es uns gegeben wird, um entsprechend den Pflichten, den göttlichen Pflichten damit zu wirken und zu respektieren und nachhaltig gesund damit umzugehen. Die zweite Frage, genau im Gegenteil, weil das waren ja so einmal Reichtum, einmal Armut. Also warum ist es nicht gut, arm zu sein? Also wenn ich jetzt asketisch bin und sage, alles, was ich habe, möchte ich einfach nicht mehr besitzen. Ich hatte mal einen Professor kennengelernt, sehr sympathisch, und der hat versucht, so wenig wie möglich zu haben. Also man hat ihn kaum gefunden auch, man wusste auch nicht, wo er wohnt. Also warum ist es nicht sympathisch einfach zu sein, oder wie in Berlin, bei Ihnen ist es ja sogar sogar sexy, wenn man arm ist. Also warum ist es nicht arm, gut zu sein? Also warum ist es nicht so? Sehr gute Frage. Also ich kannte jetzt den Professor nicht, aber ich denke, wenn wir über Armut sprechen, dann war er wahrscheinlich nicht das, wovor gewarnt wird. Also als ein Professor, okay, er ist jetzt nicht Mark Zuckerberg, aber er verhungert auch nicht, wahrscheinlich, hoffentlich. Warum ist es nicht? Ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir sehen im Buddhismus zum Beispiel, das ist, hat ja durchaus eine Attraktion, so ein Mönchsleben, auch im Christentum. Ich denke, die grundsätzliche Warnung ist, in Abhängigkeit zu verfallen. Und dann eben durch, also in der eigenen Armut, dann einmal abhängig zu sein von den Geschenken und Gaben anderer und zu einer, ja, Last zu werden. Nur damit es klar ist, wir sprechen hier über so extreme Armut, die in so eine Abhängigkeit führt und jetzt nicht. Also das von einem gesunden Mittelmaß. Sie können auch reagieren, also wenn Sie. Ja, also wenn Sie erstmal, ja, natürlich. Erstmal, Herr Nasseri, auch Ihnen vielen Dank für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Ich fand das Konzept von Scharia als fließendes Wasser, dynamisch sehr, sehr spannend. Ich denke, da sind sehr viele Gemeinsamkeiten mit der jüdischen Tradition, in der wir sehen, dass sie auch immer so in einem dialektischen
Prozess sich weiterentwickelt zwischen den Normen der Überlieferung, der Tradition und den normativen Bedingungen des Status quo und der Realität. Und ich frage mich vielleicht so ein paar Beispiele, haben Sie vielleicht so ein, zwei Case Studies, in der eben dieses dynamische Verhältnis zu einer Innovation geführt hat im Islam, zu einer Erneuerung, die dann in der Realwirtschaft wiederum so eine Auswirkung hatte, also wie zum Beispiel, also jetzt beim Beispiel der ISKA, also wir sehen, es gibt das Zinsverbot und dann aber in Babylonien wurde die ertragreiche Investition von Finanzkapital zunehmend wichtig und dann hat man diesen Clash, wie geht man damit um und dann wird dialektisch eben dieses Konzept entwickelt, da fände ich es sehr spannend, vielleicht so ein paar Beispiele. Also ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür wäre aktuell ein neuer erschlossener Markt, das ist so der Versicherungsmarkt, so Takaful. Der Versicherungsmarkt ist ein Bereich, der sehr früh bei den Karawanen eine Absicherung stattfinden musste. Das heißt, wenn ich meine Ware in der Karawane abgebe, muss ja einer investieren, dass meine Ware auch irgendwo da ankommt und ich muss ja schon vorher auch zahlen. Das heißt ja, ich bezahle für etwas, und weiß gar nicht, ob es jemals da ankommt. Und zwischen Damaskus und Medina und Mekka ist ein relativ weiter Weg damals zurückzulegen gewesen. Und unterwegs waren jetzt nicht unbedingt die Leute, die man abends irgendwo hier begegnen will, sondern es waren immer auch die, die man im Grunde genommen eher vermieden hat. Und dafür gab es schon sehr früh Versicherungskonzeptionen und später im Seerecht ebenfalls, die dann nach Italien geführt haben und dann über Italien das Versicherungssystem dann aus der islamischen Welt, aus dem Handelsleben sozusagen auch bei uns in Europa angekommen sind. Dazu gibt es eine relativ spannende Promotion zu. Und das ist ein Aspekt, der sich tatsächlich fortentwickelt hat. Sie haben eine Versicherungskonzeption für eine Karawane und heute haben Sie eine Autoversicherung, Sie haben eine Versicherung für Haftpflicht, also für Allgegengegenstände. Und im Grunde genommen sind die Juristen, die damit arbeiten, Tag ein, Tag aus mit Rechtsfortbildung behaftet. Das heißt, ich habe die Normen aus dem Koran, aus dem Primärquellen Sunna. Und dann haben sie natürlich einen unglaublichen Reichtum an Tradition, ähnlich im Judentum. Und jetzt sind sie natürlich in der Gegenwart und für die Gegenwart muss neu gedacht werden und angepasst werden. Deswegen ist es auch schwierig, von einem Rechtsverständnis des Islams auszugehen. Das heißt, sie finden eine Vielfalt an Gelehrsamkeit, so wenig wie es den Muslim gibt, so wenig wie es den Christen gibt, wie den Juden gibt, finden sie natürlich das auch ebenfalls Pendant im Rechtssystem wieder. Das heißt, es gibt Rechtsauslegungen und Rechtsverständnismöglichkeiten. Und allein schon in der Dialektik des Mittelalters gab es so viel Vielfalt an unterschiedlichen Meinungen, die sich ebenfalls heute widerspiegeln, wenn sie nicht ideologisch fundiert ist, was leider selten der Fall ist. Ein weiterer Aspekt, den ich sehr spannend fand, das war mir wirklich überhaupt nicht bewusst, so die persönliche Entstehungsgeschichte und der persönliche Hintergrund von Mohammed, dass er wohlhabend, dass seine Familie, seine Frau so wohlhabend war und er es dann auch wurde, kaufmännisch, finde ich wirklich faszinierend. Und da auch so diesen Bogen zu spannen zu den biblischen Patriarchen mit Abraham, bei Isaac und Jakob gibt es ja eine ähnliche Geschichte, da ist ja auch eine sehr reiche Frau dann genau bei Esau geheiratet. Und ich frage mich, was die Verbindung ist eigentlich, warum jetzt diese ganzen Begründer von Religionen, wir sehen auch bis heute, also von neueren Religionen, Gurus, einige Schamanen oder der Begründer von Scientology, ohne das jetzt alles so in einen Atemzug nennen zu wollen, aber die sind alle so wohlhabend, was also viele werden durch die Religion wohlhabend, wie sie sehr gut analysiert haben. Aber ist da irgendetwas, was ist da der Zusammenhang, was ist so zum gemeinsamen, auch Buddha war ja, glaube ich, irgendwie Prinz, also ich denke, das wäre ein spannendes Feld für weitere Erforschung. Ich finde das auch sehr spannend, aber zugleich, wenn man jetzt sich das Ende dieser Menschen anguckt und deren Lebensführung, ob es jetzt Buddha ist oder eine andere Persönlichkeit oder die Gesandten es sind, die Gottesgesandten sind,
Das sind große, große Unterschiede in ihrer Lebensführung. Das heißt, es war nie ein materiell orientiertes Leben. Also wer im Grunde genommen, es gibt eine tolle Geschichte, in dem der Prophet in seinem Zimmer liegt und dort gerade sozusagen bei der Hitze den Schlaf hält, weil das gibt ja immer während dieser Hitzezeit das Arbeiten unerträglich, das kennen wir aus Italien oder aus Spanien. Und dann kommt einer der vier rechtgeleiteten Kalifen, Umar ibn al-Khattab, rein und spricht ihn an, und weil er ihn sieht, steht natürlich der Prophet auf, und sein Gesicht hat so einen Abdruck von dem, wo er gerade geschlafen hat. Das kennen Sie vielleicht bei sich selbst, wenn Sie vom Kissen aufstehen und das weich und gemütlich ist. Und er aber auch vom Boden aufgestanden ist. Und er ist so berührt davon, obwohl er weiß, dass im Grunde genommen ihn alle Möglichkeiten in seinem Garten, er sagt ihn also, wie kannst du nur auf einen Laken liegen, wenn dein Garten doch voll ist mit Vermögen, die dir ein besseres Leben geben könnten. Und das ist etwas, was die sehr Kernessenz dieses Menschen, der Personifizierung des Korans, also der tiefen persönlichen Ethik dieses Menschen, und warum auch Muslime diese tiefe Liebe für ihn und alle Gesandten und Propheten vorher haben, ist, dass diese tiefe Liebe er mit seinem Wort wiedergibt, dass er sagt, dass ihn das Erfüllende stets das Jenseitige ist. Das heißt nicht, das Diesseitige wird ihn jemals erfüllen, sondern stets die Liebe zu Gott, also nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich werde jetzt gar nichts mehr mit meinem Leben machen und warte, bis ich sterbe, sondern die tiefe Liebe zu Gott, die ihn dazu bewegt, auf diese materiellen Begehrnisse zu verzichten. Das ist das, womit er ihm das sagt. Und das ist das, was auch diesen Kalifen so sehr bewegt. Also, dass er ihn im Grunde genommen eher in Tränen dadurch ausbricht. Also, es ist dieses das, was es wiedergibt, die Lebensführung, die sich unterscheidet, das Ende von diesem Menschen. Vielleicht kann ich noch einen Punkt nennen, den ich auch sehr spannend fand, zum Zinsverbot. Übrigens in der jüdischen Tradition heißt das Ribbit, also sehr genau, ähnlich richtig. Wie Ribbit. Und dass es da auch sehr, sehr viele Versuche gibt und gab, das genau zu klassifizieren, was ist eigentlich die Zinsnahme. Es gab dann so eine ganz extreme restriktive Tradition in der Mishnah, die dann das biblische Verbot extrem streng ausgelegt hat und im Grunde genommen eine Vielzahl, unter anderem auch so Vermietung von Wohnräumen, verboten hat. Und dann in der Gemara, in der späteren Entwicklung des Talmud, dann weitere Auslegungen und Eingrenzungen, Erweiterungen etc. Aber ich wollte nur in den Raum werfen, so ein Versuch, alle Stränge zusammenzuziehen und zu synthetisieren, war das Zinsverbot ist im Grunde genommen das Verbot, vom Warten zu profitieren. Also wenn man profitiert nur durchs Warten und sonst dafür nichts tun muss, einen Ertrag zu erzielen auf Kapital, dann gilt das als Zins und ist somit verboten. Also es ist sehr ähnlich, genau das ist ja das, was mit den ethischen Ethik, die dahinter steckt, im Alten Testament, wie auch dann später im Koran, das ist im Grunde genommen durch die einzige Arbeitsquelle, die einzige Quelle von Einnahme ist Arbeit. Also Arbeit ist in allen monotheistischen Religionen die einzige Einnahmequelle, die wir haben. Also wenn man sie in Ursprung sozusagen sieht. Und der Koran versucht das im Grunde genommen, und das ist das, was die Gelehrten auch versuchen dahingehend auszulegen, zumindest für den Islam, ist diesen Aspekt des Kapitals, der sozusagen den Einnahme bringt und den Überschuss davon zu nehmen. Nicht das Investieren, das nicht. Also den Überschuss sozusagen davon, sich eine Einnahmequelle zu schaffen, um den versucht, der wird vermieden. Das heißt, das ist genau dieses Warten. Ich investiere, um Geld einzunehmen. Da würde ich nur etwas einschränken wollen, dass also was es bedeutet, ist zumindest in der jüdischen Tradition nicht so sehr, dass die einzige Quelle von Ertrag die Arbeit sein kann. Also Kapital kann und soll durchaus auch ertragreich angelegt werden als Investition. Mhm. Und da wird aber nicht nur gewartet, denn der Investor trägt ein gewisses Risiko. Genau, wird übrigens auch gelobt dafür, dass er es den Arbeitnehmern ermöglicht, selbstständig zu sein. Mhm. Und die Abgrenzung ist, wenn man eben diesen,
weiß, ich gebe jetzt meinen Kapitalstock und ich bin 100% sicher, dass ich zu Tag X so und so viel Prozent zurückbekomme, dann wartet man nur. Aber wenn da ein unternehmerisches Risiko ist und ein Einsatz, dann wird es schon als legitim klassifiziert. Genau. Das findet man als Pendant im Islam mit den Gesellschaftsformen der Partnerschaft, unterschiedliche Gesellschaften, Musharaka, Mudaraba und. Ja. So, also wir können jetzt auch gerne die Diskussion für das Publikum eröffnen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne jetzt Ihre Fragen stellen. Ich fand die Frage von der Frau gut, die auf die Praxis zu sprechen kommen wollte, und da geht meine Frage auch hin. Und zwar, also der größte Unterschied ist eben, sehe ich zwischen Judentum und Islam in der Umsetzung in die Praxis. Und beim Islam, da sehe ich Sachen, die ich gut finde. Ja, es gibt ja gibt zumindest das Bemühen, ja, um eine gute Ethik mit der Islamic Banking und solche Dinge. Und beim Judentum sehe ich es ehrlich gesagt genau umgekehrt. Ne? Also da ist praktisch, es gibt ja auch die Goldman, wenn ich jetzt zum Beispiel die Bank Goldman Sachs, ja, der Chef, also die ist eine jüdisch geprägte Bank, der Chef ist ein Jude, ja, und der wurde für seine komischen Geschäfte, wo er da ständig kritisiert wurde, hat er gesagt, er tut nur Gottes Werk, ja, und diese Dinge. Ne? Also ich finde, das geht total, also Judentum und Islam ist in der Praxis eigentlich diametral entgegengesetzt in der Umsetzung, finde ich. Ne? Also wenn man wirklich anfängt, genau hinzuschauen, hat man fast den Eindruck, dass der ewige Vorwurf an das Judentum irgendwie ein bisschen berechtigt ist. Also in der Finanzkrise zum Beispiel, da gab es praktisch jede Woche neuer Finanzbetrüger, der durch die Presse ging. Ja. Und trotz des minimalen Bevölkerungsanteils waren es 8 von 10 Finanzbetrüger waren Juden. Ja. Und die werden nicht kritisiert, sondern die werden verteidigt und bewundert. Ist so. War das eine Frage? Oder? Entschuldigung, hallo. So, ich fasse jetzt das als Frage zusammen. Nein. So. Das ist einfach eine antisemitische Äußerung und fertig. Finde ich auch. Aber. Also, darf ich ganz kurz. Nein, Moment. Moment. Sie können aber sich hinsetzen und die Antwort hören. Das ist genau das. Genau. Setzen Sie sich bitte hin. Genau. Genau. Ich würde die Situation nutzen, wenn jemand ein falsches Verständnis hat, etwas falsch verstanden hat und bereit ist, dieses Verständnis zu korrigieren, wenn er richtige Informationen von einem richtigen Experten bekommt, dann kann er bitte gerne hier sitzen. Wenn er mit irgendwelchen ideologischen Vorstellungen oder Vorurteilen kommt, dann kann er raus. Okay? Ich fasse das einmal als eine Frage zusammen. Der Herr, genau, sieht eine gewisse Diskrepanz, vor allem was das Jüdische angeht, zwischen der Praxis und der Theorie, die Sie uns jetzt präsentiert haben. So. Genau, so habe ich die Frage aufgestanden. Und übrigens die Frage der Dame, die war ja auch so in diese Richtung, wobei ich die als etwas konstruktiver empfunden habe. Schon antisemitische Vorurteile in den Raum zu werfen. Aber das, ich sage Ihnen nur, wie es bei mir ankommt. Also erstmal ist grundsätzlich so, wenn wir sehen, es gibt natürlich das Gesetz es gibt natürlich auch einfach auch, wie in jeder Religion,
Menschen, die kein frommes Leben führen. Also und natürlich ist es zutiefst erschütternd für ethische und aufrichtige Menschen aller Religionen, wenn betrügerisch gehandelt wird. Und das ist absolut nicht im Sinne der Tradition und der Gesetze. Übrigens, die Interpretation von Lloyd Blankfeins Satz, das ist das I'm doing God's work, ist etwas falsch aufgenommen worden, weil in den USA ist das ein Spruch, den man benutzt. Ich finde ihn jetzt auch nicht so gelungen, aber nur für Ihr Verständnis. Wenn man eine besonders harte Aufgabe hat zu meistern, dann ist es ein normaler, es ist wie eine Redewendung, dass man sagt, so we're doing God's work, weil es eine schwere Aufgabe ist, wie die Gott hat im Walten über die Welt. Vielleicht kann ich noch mal kurz zu dieser anderen Teilnehmerin sagen. Ja. Darf ich mal kurz was erwähnen? Das, was Sie gerade gemeint haben, das können wir auch ein bisschen die Frage an den muslimischen Referenten wenden. Ich kenne eine lange Liste von Banken, die Islamic Banking betreiben, angeblich. Und alle sind in Waffengeschäften involviert und in Drogengeschäften und alles. Ja, also das ist, man redet aber halt nicht darüber oder nicht so gerne darüber oder so. Also Sie können auch dazu. Ich würde ganz gerne vielleicht so versuchen, den Brückenschlag zu machen. Aufgrund meiner eigenen Migrationshintergrund und aufgrund dessen, was meine Biografie geprägt hat und vielleicht diese Institution, die 2000 Jahre Geschichte wiedergibt, ist es vielleicht auch ganz lehrreich und als Chance für einen selbst, Menschen zu begegnen. Und ich habe dies in Jerusalem bei orthodoxen Juden getan und habe es als einer der bereicherndsten Momente meines persönlichen Lebens empfunden, mit ihnen das Gespräch zu suchen und auch zu sehen, wie man praktizieren kann und auch nicht orthodoxe Juden, mit denen ich zusammenarbeite, auch praktizieren kann. Von daher, wenn mich jemand fragt über den Christen oder den Juden, den Muslim, dann sagt das sehr relativ viel über den Menschen, der diese Frage stellt, auch aus. Und ich glaube, man tut sich selbst und gibt sich selbst eine Chance, wenn man dem entgegenwirkt, indem man seinen Horizont nicht erweitert, sondern bricht, weil es eben leider manchmal geschlossen ist. Um dann jetzt auf die Frage von Abdul Jawad zu kommen. In der Tat, die Praxis des Islamic Banking und Finance musste aus Pragmatismusgründen viele Aspekte replizieren. Das heißt, ich betreibe Islamic Banking und Finance und muss parallel zum konventionellen System erhalten bleiben. Ich habe eine Bank und neben mir bietet die Allianz in Kuala Lumpur Produkte an, die weitaus attraktiver sind als meine. Was mache ich denn? Also repliziere ich sie, verpacke sie ganz gut, setze dann ein Vorzeichen mit dem Islamic davor und schon ist es islamisch und es funktioniert. Diese Praxis hat natürlich unheimlich viel Kritik erlebt, aber wir reden hier von einem System oder von einem Aspekt, einem alternativen System, das erst 40 Jahre entsteht, also 40 Jahre und sehr verstreut und sie entwickelt sich ganz, ganz langsam und dieses langsame Entwickeln bedarf der Zeit und dass es Banken gibt, die im Grunde genommen nicht den ethischen Konzeptionen entsprechen, ist auch einfach, weil nicht ausreichend wirtschaftsethische Literatur und wissenschaftliche Fundierung stattgefunden hat. Die findet jetzt neu statt, sie entwickelt sich und interessanterweise im nicht mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern. Das heißt, da, wo im Grunde genommen die Muslime jetzt ihren Wirkungskreis haben, so wie ich aus dem deutschen Bereich in den muslimischen Bereich hineinwirke und nicht nur in den deutschen Bereich. Das ist das, was im Grunde genommen auch an Multiplikatoreneffekte hat, das heißt auch langfristig dahingehend wirken kann, dass es nicht nur ein Nischenmarkt bleibt, sondern auch sich eventuell entwickelt durch Synergieeffekte, dass man sagt, es gibt ethische Banken hier bei uns in Deutschland, die funktionieren ähnlich. Wie wäre es mal mit einer Kooperation? Oder nehmen wir das, was wir in Deutschland einzigartig wie kaum in einem anderen Land tatsächlich geschaffen haben, Genossenschaftsbanken.
Also wenn Sie sich mal die Geschichte zu Genossenschaftsbanken angucken, sie ist absolut kompatibel mit dem islamischen Bankensystem und der Idee. Das heißt, Menschen kommen zusammen und arbeiten Hand in Hand. Das ist ja die Uridee einer genossenschaftlichen Bank. Und sie ist nur leider in den vergangenen Jahrzehnten bei uns etwas leider nach hinten gerückt. Aber das ist das, wo man eben Synergieeffekte schaffen kann und auch solche Praktiken entgegenwirken kann. Sie hatten noch eine Frage? Ich habe auch eine ganz, ganz kurze und ganz direkte Frage, Herr Nasseri. Wie haben Sie es denn dann geschafft, mit dem Warlord ins Geschäft zu kommen und die Mädchenschule aufzumachen? Schauen Sie, das ist mit den meisten Personen, die im Grunde genommen in Hilfstätigkeiten, in den Hilfsorganisationen tätig sind, sind eher eigentlich die Diplomaten schlechthin. Sie müssen ja im Grunde genommen mit einem Menschen sprechen, der weder ihrer Lebenswelt entspricht, noch dem Niveau vielleicht entspricht, dass sie, wie sie ihre Religiosität auffassen. Es geht um das Ziel und das Ziel, was zu erreichen war, war Menschen eben eine Ebene zu eröffnen, die für ihre Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist und für die Schule wichtig ist. Und wie ich das geschafft habe, war im Grunde genommen durch sehr weiche Worte diesem Menschen klarzumachen, dass wenn er tatsächlich eine Bildung und eine Schule eröffnet, er ja auch eventuell daraus auch Profit schlagen kann, weil gebildete Leute können zählen, können gut zählen, können auch sehr gut sich artikulieren, können die Geschäfte besser betreiben und das wäre auch zu seinem Vorteil. Das heißt, man muss ihm das nur klar machen, welche Profite er daraus schlagen kann und durch die Hintertür ihm dann sozusagen auch wieder die Grube gräbt, um irgendwann mal wieder dann zu fallen, zu kommen, zu Gott will. Steigen dann ins große Opiumgeschäft ein? Nicht in Opiumgeschäft ein, sondern was wir tun, ist im Grunde genommen, dass wir versuchen, wie die meisten Diplomaten, ich kann in Syrien durch meine Persönlichkeit und durch die Interessen, die dort vertreten werden, nicht Herrn Putin oder andere Despoten davon abhalten, dort ihre Interessen durchzusetzen. Aber was ich kann, ist, ihnen anzubieten, dass diese Menschen, die dort sind, im Grunde genommen eine Gelegenheit bekommen müssen durch Feuerpausen, durch Gelegenheit, dass solche Aspekte. Dadurch steige ich nicht mit einem Despoten in ein Schiff, aber ich versuche, wie in der Diplomatie es eben üblich ist, die Wege zu nutzen, die mir da gegeben sind. Dass nicht jeder Warlord natürlich auch gleichzeitig Drogenbaron ist, ist klar, aber es gibt eben Personen, die, mit denen man nicht gerne im Grunde genommen einen Tee trinkt, aber manchmal ist es doch so, dass der Zweck die Wege heiligt. Okay, danke schön. Gibt es noch weitere Fragen? Ich hatte zwei Fragen, eine sekundäre und eine eher wichtigere. Also der Christus geht ja eher narrativ mit den Sinnsdingen um, aber der Widerspruch beschäftigt mich. Da steht auch in der Tora, man dürfe von dem Fremden Zins nehmen. Ja. Wurde das einfach dann ignoriert und gesagt, also es gibt sechs Aussagen gegen Zins und eine dafür? Also vergessen wir das, kann man das so verstehen? Und die andere Frage ist, also Marx war ja auch ein großer jüdischer Geistlicher und der postulierte, stellte fest vielmehr, dass der Kapitalismus eine Krankheit der Menschheit sei. Ich weiß nicht, die meisten von Ihnen kennen ja den Witz, der da wohl draus gemacht wurde, wo die Erde einem Planeten begegnet und die Erde sagt, ich habe mir Homo sapiens eingefangen, da sagt der Planet, ja, das vergeht wieder. Meine Frage nur ist, bei all dem Witzigen daran, wie man die Sache friedlich hinbekommt und was die Religionen dafür bieten können, als an Hilfen, spirituell und wie auch immer. Ja. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob das die primäre oder sekundäre Frage, auf jeden Fall die erstere, ist eine sehr gute. Wir sehen, das ist auch keine spätere Auslegung, sondern in der Bibel selbst, im sogenannten Alten Testament, in den fünf Büchern Moses, ist das Zinsverbot kodifiziert. Und tatsächlich, wie Sie sagen, sind vier oder fünf Verse, in denen das kodifiziert wird. Und tatsächlich in einem dieser Verse in den fünf Büchern Moses steht, dass die Zinsnahme vom sogenannten Nasri, also Fremden, als auch die Zinszahlung an den Fremden ja erlaubt ist. Jetzt natürlich eine
viel diskutierte Frage, wieso das so entstanden ist. Für mich sind am plausibelsten zwei Erklärungen. Einmal wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil die umliegenden Völker damals bei den Israeliten kein solches Zinsverbot hatten. Also das biblische Zinsverbot ist tatsächlich das erste dokumentierte solches Verbot. Wäre es halt wirtschaftlich nicht nachhaltig gewesen, von Völkern umgeben zu sein, an die man selbst Zinsen zahlen muss, aber nicht wiederum umgekehrt von ihnen auch Zinsen verlangen kann. Und andere Gelehrte sagen, dass es vielleicht wie so ein kleiner, ich halte nicht so viel von dieser Erklärung, aber ich möchte sie nur auch mal benennen, wie ein kleines Incentive geboten wurde für die Stammesgemeinschaft, sich uns anzuschließen. Denn das Zinsverbot ist in erster Linie, vor allem in der Bibel, ein karikatives Gebot, was institutionalisiert wurde zur Hilfe der Armen, um von den Armen, die eben zumindest zu Zeiten der Bibel die einzigen waren, die so einen Kredit, also einen Konsumkredit gebraucht haben, dass man von denen dann nicht aus dieser karikativen Handlung nicht dann auch einen Profit schlägt. Und dadurch war das natürlich ein Sozialsystem, und wie auch in Deutschland mit unserem Sozialstaat ist es natürlich ein attraktives Ziel, um in einer solchen Gesellschaft leben zu können, und dass es da bewusst institutionalisiert wurde, um eine Mitgliedschaft in der sogenannten Stammesgemeinschaft attraktiver zu machen. Aber aus meiner Perspektive macht so die eher faktenbasiertere erste wirtschaftliche Erläuterung mehr Sinn. Die Frage fand ich wirklich sehr gut. Was können überhaupt Religionen denn zu diesem System oder zu der Änderung des Systems beitragen? Weil ansonsten bleibt das so ein Kuschelkurs. Religion kommt dann immer im Spiel, wenn im Grunde genommen es nur um nette Sachen geht, wie jetzt demnächst Weihnachten, und dann kommt man zusammen. Sondern Religion hat die tiefe Bewegung auch zu stören. Also Jesus war jetzt niemand, der jetzt gekommen ist und hat alles gemocht, sondern er hat auch gestört, das System gestört. Mohammed hat das System gestört, Musa hat das System, herrschende System gestört. Und Religionen haben im Grunde genommen durch ihre alternative Lebensweise oder durch die alternative Möglichkeit, und verzeihen Sie mir, obwohl dieses Wort pervertiert worden ist, alternativ, aber ich hoffe, Sie können das jetzt in dem Sinne einordnen, wie ich das jetzt hier meine. Aber die alternativen Lebensmodelle, die es möglich machen, dass ich in einer Gesellschaft, wo es ein Mainstream gibt, wo es Begehrnisse gibt und alle nach diesen Begehrnissen sich bemühen, dass ich trotz allem diese tiefe Spiritualität habe, zu sagen, ich habe ein alternatives Lebensmodell und ich kann auch mit anderen Aspekten erfüllend leben. Und dass man da nicht alleine ist, das ist, glaube ich, der Beweis dafür, dass Sie hier sitzen. Sonst würden Sie, wenn Sie kein Interesse daran hätten, auch nicht hinkommen. Es gibt immer Personen, mit denen man eine gewisse Überschneidung hat in deren Interessen. Deswegen gibt es ethisches Banken. Oder um Ihnen ein Beispiel zu geben aus Dänemark, WeFood. Man kauft alle abgelaufenen Lebensmittel, verkauft sie günstiger, auch Sachen, die nicht in den Markt kommen. Und es gibt jetzt einige Läden, und Dänemark hat es geschafft, in den vergangenen 5 Jahren den Lebensmittelverschwendung um 15% zu reduzieren. Das heißt, das waren auch einige Studenten, die diese Idee hatten. Ich will Ihnen jetzt nur sagen, es gibt Konzepte, es gibt Ideen, und Religion spielt da eine zentrale Rolle, weil sie Impulse und tiefe spirituelle Erfülltheit geben kann. Und das kann ich als jemand sagen, der Islam für sich als tiefe spirituelle Erfülltheit gefunden hat und in einer Gesellschaft lebt, die mehrheitlich nicht muslimisch geprägt ist. Und trotz allem, um mit Wittgenstein zu sagen, er mit seinem Sprachspiel sich ausdrücken kann gegenüber dem anderen und mit ihm in diesem Vokabular und in dieser Spiritualität auch dem anderen was zu bieten hat. Und ich glaube, das haben Religionen, alle Religionen und nicht nur die. Gibt es noch weitere Fragen? In dem Publikum, wir haben, ja. Ja, ich habe interessiert zugehört, und bei mir entsteht aber die Frage Moral und Ethik im Kapitalismus. Kann es das wirklich geben?
Der Kapitalismus ist bei Strafe seines Untergangs um Profit bemüht. Also das muss sein. Und wenn ich mir alles so überlege, was ich hier heute gehört habe, dann ist mir das sehr angenehm. Aber wenn ich morgen die Wirtschaftsnachrichten im Radio höre, dann wird alles, was ich gehört habe, doch sehr ins Wanken geraten. Denn was man in einer globalisierten Welt wirtschaftlich hört und so verfolgen kann, ist eigentlich von dem, was Religion oder sagen wir Humanismus auch bewirken könnte, entfernt. Ich will nicht sagen weit entfernt, aber es würde es auch treffen. Soll ich es so aus? Also je nachdem, wer zuerst Sie haben jetzt das Wort, Stichwort gebracht, was ich mir durch meine zahlreichen Folien leider nicht mehr möglich war, ins Spiel zu bringen. Globalisierung und wie man mit dieser globalisierten Welt umgehen kann, weil ich habe Ihnen von einer Face-to-Face-Gesellschaft erzählt, wo jeder jeden kennt und da es sich nicht besonders lohnt zu betrügen, wenn man nicht unbedingt jetzt in Verruf kommen will. Aber in einer Gesellschaft, wo es anonym bleiben kann und im Grunde genommen auch nicht mal weiß, woher das Geld kommt und wohin das geht und wir nur digitale Zahlen haben, wie sieht es dann aus, wenn irgendwo eine Krise ist und wir in Deutschland davon betroffen werden. Ich glaube, und das, da schließe ich mich einer Reihe von Philosophen an, dass die Systemfrage zu stellen, wie in den 68er-Bewegungen und andere Gegebenheiten, uns gegenwärtig dahingehend nicht als Alternative helfen werden, sondern allenfalls auf lokaler, regionaler Ebene Synergieeffekte zu schaffen, Alternativen zu schaffen, diese Alternativen weiter auszuarbeiten, weil wir ein ausgereifte Mechanismen brauchen. Wenn Sie Moral und Ethik sprechen, kein Problem. Kapitalismus kann Ihnen das anbieten. Es ist ein sehr, sehr, sehr intelligentes System. Es wird Ihnen das sehr schön machen, indem es Ihnen sagt, wissen Sie was, diesen Schal, den Sie jetzt gekauft haben, den haben Kinder in Peru konzipiert und auch entworfen und all das und Sie haben den auch zusammen gestrickt und wenn Sie das auch noch kaufen, durch Ihren Kauf ermöglichen Sie das Studium an einer Universität. Nur wissen Sie nicht, dass es dort, wo die produziert werden, gar keine Uni gibt. Aber es funktioniert, es funktioniert und hat immer funktioniert. Aber ich glaube, das ist das, was Religionen machen können. Gerade Islamic Finance und Banking, die Idee, die Uridee, wenn Sie jetzt die ideologische Aufladung davon entziehen, ist ja im Grunde genommen, dass Sie eine Möglichkeit schaffen, einer partnerschaftlichen Konzeption, indem ich meine Bank wechsle von einer Investmentbank oder einer internationalen Bank zu einer lokalen Bank, einer Bank, die nur genossenschaftlich arbeitet, indem ich meine Produkte dahingehend, soweit es mir möglich ist, auch alternativ woanders kaufe. Also es ist möglich und wenn Sie sich überlegen, und ich darf Sie vielleicht darauf aufmerksam machen, überlegen Sie mal, wo Sie jetzt noch nicht Fair Trade Kaffee kaufen können. Die Idee damals, wenn Sie sich die Geschichte von Fair Trade angucken, war, damals hat man alle ausgelacht, als sie gesagt haben, Fair Trade. Es funktioniert. Wir brauchen nur Zeit und Geduld. Der Kapitalismus ist intelligent. So also leicht lässt er sich nicht austricksen. Möchten Sie was dazu? Möchten Sie was dazu noch? Nee. Okay, gut. Danke. Gibt es noch Fragen? Ich finde es ein bisschen bei diesem komplexen Thema, dass der Veranstalter jedem Referenten nur 30 Minuten einräumt. Sonst würden wir hier den ganzen Abend sitzen. Die Anregung nehmen. Die Anregung, genau. Genau, ja. So, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich bei unseren Referenten, bei den Unterstützern der Veranstaltung, auch bei den Organisatoren, meinen Kollegen und nicht zuletzt bei unseren Gästen heute Abend. Und möchte gerne auch kurz darauf hinweisen, auf die dritte Staffel unserer Ringvorlesung. Die findet am 23. Februar unter dem Titel »Grenzen des Lebens«. Bioethische Fragen statt. Also außerdem haben wir draußen auch einen Bücherstand. Sie können sich gerne das anschauen. Sie können auch draußen hier nebenan weiter diskutieren. Vielen Dank für das Kommen und auf Wiedersehen. Ja.